Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Sid Meier's Civilization 6. Wir sind hier, soweit ich mich erinnern kann, noch wunderbar, nicht im Krieg gewesen. So viel muss man mir ja mal zugestehen. Ausnahmsweise wollte mich mal niemand umbringen. Ich bin genauso überrascht wie ihr. Wir wollten uns gerade noch ein bisschen gegen Südwesten umschauen. Ja, es ist absolut die falsche Richtung. Ich weiß, Osten und so wäre als solches Reich mein Ziel gewesen. Aber erstmal muss der Teppich von der Landfläche verschwinden, bevor wir neue Sachen einnehmen können. Dafür, für all die es letztes Mal nicht gesehen haben, wir haben einmal unseren halbwegs friedfertigen Gandhi in seinem Neu-Delhi, wo es fast schon schlau wäre, den als nächstes wegzuhauen. Denke ich mir zumindest, wobei ich dann auch drüber nachdenken muss, ob das wirklich so schlau wäre. Zudem den leicht aggressiven Spanier, den wir schon mal gezeigt haben, wer hier den Hammer in der Hand hat. Und zwar eigentlich Thor. Ein nordischer Gott. Und da sind wir näher dran als er, das passt schon. Und sollte was Gutes werden, wurde es nicht. Also, und ich weiß nicht genau, was mein Plan ist. Beim letzten Mal habe ich einfach nur so ein bisschen rumgespielt. Wir haben das Eisen hier bekommen, so gut wie. Mit dem Handwerker kommen auch endlich mal ein paar Ritter, also zumindest Krieger mit Eisenschwertern, zu uns holen. Bis dahin sollten ihr euch... Ach, ihr könnt erstmal befördert werden, wunderbar. Kampfstelle gegen Kavallerieabwehr. Wer schickt denn bitte schon Kavallerie gegen Kavallerieabwehr in den Krieg? Das wäre ziemlich doof. Genau das werde ich tun. Werden wir es mal lieber nehmen. Ich werde sowieso nicht umgehen können. Ihr könntet dann für 80 Gold und wenn ich Eisen habe, aufgebessert werden. Das würde ich ganz gerne mal tun. Dafür müssen sie jedoch in meinem Einflussbezirk sein. Heißt, ihr dürft schon mal zurücklaufen. Was mache ich jetzt mit euch? Euch habe ich einmal bis zum anderen Ende der Welt geschickt. Mehr oder minder, um zu schauen, wie weit das andere Ende der Welt nun weg ist. Wir haben es noch nicht ganz gefunden. Ey, das ist ein Stallungen. Wir könnten hier natürlich den Banda Brunei erledigen, aber wir wollen seine Quest gerade abschließen und sind kurz davor, sie abzuschließen in, okay, 10 Runden. Never mind, demnächst davor, sie abzuschließen. Wäre eigentlich schön, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz nebenbei die Hauptstadt zumindest von Spanien finden könnten. Das wäre schon mal ganz geil. Damit ich zumindest weiß, wo ich reiten müsste, wen ich angreifen müsste, um irgendwas Sinnvolles zu erreichen. So, jetzt mein lieber Gandhi. Die Frage ist, was will ich mit dir tun? Oh, hier ist auch noch Eisen. Kabul, meine Freunde. Ich glaube, wir müssen da vielleicht nochmal ein Wörtchen mit euch reden. Egal, erstmal Gandhi. Die Frage ist, was will ich mit dem tun? Also, ich habe jetzt überlegt, man könnte theoretisch einfach sagen, okay, gut, wir greifen an, dann ist er von der Bildfläche weg. Ich meine, er ist nun umringt von 3 meiner Staaten. Er kommt da jetzt nicht unbedingt weg. Warte, wo ist mein Handwerker? Ah, noch auf See. Ja, was braucht denn die Stadt? Seevilla, was brauchst du? Wohnraum, tatsächlich. Dann machen wir doch genau den mal. Allerdings, was ich noch cooler finden würde, wäre halt wirklich erstmal mit Gandhi so Freundschaften zu schließen, weil rechts oben kann nicht allzu viel kommen. Gut, ich war genau in der Mitte, theoretisch könnten hier drüben noch so 1-2 Spieler sein. Aber mein Hauptfeind, den ich sehe, ist Spanien, der hier links unten ist. Mit dem ich auch ganz gerne mal Feind sein wollen würde. Das heißt, mein Plan ist eigentlich hier Delhi mit Gandhi, close enough, richtig gute Beziehung aufzubauen, so Best Buddies zu werden, dann zusammen mit ihm in den Krieg zu ziehen. Und sobald alle seine Einheiten hier unten sind, ihn platt zu machen. So, baggedy step, step, step. Ist so mein Hauptplan. Wie sehr das so funktionieren wird, wahrscheinlich gar nicht. Vor allen Dingen, weil bisher jedes Mal, als ich, vergesse es. Jedes Mal, als ich irgendwie angefangen habe, Freundschaft abgelaufen. Aber Freundschaft mit Gandhi hat ihren Lauf genommen und muss erneuert werden. Freundschaften verjähren? Fucking seriously? Leute, es ist ungünstig. Ich würde da ganz gern mal kurz durch. Ich kann euch natürlich auch kurz vorbeilassen, keine Sorge. Aber ihr seid da ziemlich hart im Weg. So oder so, meine Reiter sollten sich mal ein bisschen mobilisieren. Ich schau mal, was hier links noch so ist. Die sind ja relativ schnell. Können zumindest die Speerträger auch mitnehmen. Solange wir hier halbwegs platzsparend aneinander vorbeilaufen können. Wie gesagt, die
Krieger möchte ich nachher noch aufbessern. Boah, wie lasse ich euch jetzt vorbeilaufen? Hier, lauft mal einmal oben rum vorbei. Keine Sorge, ich werde eure Stadt nicht angreifen. Also ausnahmsweise mal tatsächlich nicht. Freundschaft ist abgelaufen. Können wir genauso gut umbringen. Ohne Scheiß. Würde jetzt auch keinen großen Unterschied mehr machen. Erstmal hier ein bisschen Wohnraum hinsetzen. Mein Handwerker sollte noch einmal benutzbar sein, ne? Dann darfst du dann nachher darüber laufen. Und... Stimmt, den Speer habe ich auch mit runtergeschickt. Macht sogar halbwegs Sinn. Oh, was haltet ihr davon? Ich gebe die offene Grenze und du dafür für 30 Runden ein Goldstück. Sag mal, denkst du, ich bin absolut behindert? Ich will auch offene Grenzen von dir mithaben. Weil das wäre sogar ziemlich mies. Okay, mach einen gerechten Gegenvorschlag. Offene Grenzen und... Was? Willst du jetzt noch Geld von mir? Vergiss es! Zu schade! Zu schade, dass ich dich nicht einfach meine Grenzen reinlaufen lasse, damit du mich überrennen kannst. Hohohoho, das ist aber so schade. Ey, Mathematik! Mathematik, ey! Überall Mathematik! Über Rat folgen und bei der Mathematik beginnen. Ja, es ergibt Sinn. Die Petra! Ist ein Wunder, die Petra! Grundkosten für die Produktion, 2 Nahrung, 2 Gold, 1 Produktion auf allen Wüste-Geländefeldern. Für diese Stadt. Kein Schwemmland. Muss auf Wüste oder Schwemmland oder ohne Hügel gebaut werden. Theoretisch habe ich gerade Platz bekommen, ne? Ich bin direkt an der Wüste dran, also so oder so Expansion wird früher oder später in die Wüste reinlaufen. Wobei hier genauso. Aber hier habe ich noch kein Schwemmland. Das heißt, ich könnte richtig das Schwemmland hier nutzen. Ich glaube, dass es so ein Schwemmland ist. Und da theoretisch mal was Sinnvolles draus machen. Aber erstmal nochmal ein bisschen Wissenschaft, meine Damen und Herren. So ein Steinmetz klingt eigentlich gar nicht mal so doof, oder? Was kann man da bekommen? Stadtmauern! Boah, hier sind die Mauern! Ja, man soll, wie wir alle wissen, Mauern bauen, um keine Freundschaft zu schließen. Genau das werde ich demnächst mal tun. Jetzt wäre offene Grenze natürlich perfekt gewesen. Egal, dann verschanzt du dich erstmal hier und... Warte, euch... Will ich dann gleich mal ein bisschen wie in den Krieg führen. Ey, guck mal! Barbarenland-Siedler. Oh, nice. Wenn ich die kriege, kann ich nochmal hier oben eine neue Stadt erbauen. Ihr rennet mir bitte nicht weg, meine Freunde. Ich brauche euch mal noch. Genau, ihr, wie gesagt, bitte einmal zurück. Und übrigens mal nebenbei, falls ihr bemerkt habt, ich habe jetzt auch den Mauszeiger mal mit eingeblendet. Ich glaube, das ergibt durchaus so ein bisschen Sinn. So, Produktion wählen. Was habe ich gerade bekommen? Die Petra, genau. Kann ich... Könnte ich hier drüben bauen, wenn ich es habe? Müsste ich ja noch 130 Gold ausgeben. Oh, warte, apropos 130 Gold. Ich wollte doch hier drüben noch für die Bibliothek das eine Stückchen Land kaufen. Habe ich hier nicht schon was drauf gebaut gehabt? Ah, wenn man länger drüber hovert, steht da, was es ist. Sumpf und Schwemmland sind verschiedene Sachen. Ah. Ja, ist momentan ein Bauernhof drauf. Den müsste ich dann halt entfernt weiß von diesem Gelände und entfernt Bauernhof. Ne, das ist eigentlich scheiße. Naja, dann nicht. Da können wir stattdessen erstmal eine Bibliothek bauen. Die haben wir jetzt lang genug aufgeschoben. Kann jetzt ruhig auch mal kommen. Du brauchst noch 3 Runden. Das heißt, ich kann theoretisch schon mal, bevor ich nachher wieder vergesse und mein Geld für irgendwas anderes ausgebe, hier zack, bam. Dann habe ich einen relativ guten Platz für die Bibliothek. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Und was machst du hier? Die Galeere bauen. Das ergibt sogar Sinn. So, dann Hand... Oh, shit. Sorry, das war mein Mikrofon. Was ich gerade einmal kurz mit dem Bitch-Slap weggefaustet habe. Yep, mein Bitch-Slap besteht aus einer Faust. Wenn, dann muss es ja so richtig wehtun. Nimmt mein Ton dann jetzt überhaupt noch auf? Ja. Dann muss ich nochmal neu synchronisieren, ne? Jetzt. Zurück. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Gut, dann weiter geht's. Ihr wartet. Die hier oben haben versucht hinterher zu rennen. Sind nicht weit genug gekommen. Ja, nächste Runde. Ihr werdet mir schon sagen, was ihr noch machen wollen würdet. Wenn es was geht. Oh, guck mal, Siedler. Von Indien. Ey. Willst du mich hier gerade so ein bisschen... einkreisen? Was ist dein Begehr da? Erstmal habe ich hier die Siedler aus den Augen verloren. Ganz schlecht. Komme zurück.
Ah, wir können schon mal so ein bisschen den Weg abschneiden. Die kommen hier nicht mehr weg. Die kriege ich auf jeden Fall, es sei denn, sie fangen jetzt an, eine Stadt zu bauen. Ach Quatsch, sowas machen sie dann nicht. Hoffentlich. Gut, dann könnt ihr jetzt erstmal euch hierhin begeben und bitte bis zur Heilung verschanzen. Alter, Leute, ich will hier doch nur durch. Das wird nichts. Ich hätte hier auf jeden Fall warten sollen. Also ich hätte dieses Angebot von unseren Spaniern annehmen sollen. Einfach mal ein bisschen offene Grenzen. Ich habe eh gerade die Übermacht, oder? Dann machen wir das doch mal. Hallo Filippo. Wir haben hier mal ganz kurz ein Abkommen, was ich hier gerne machen wollen würde. Hier, gemeinsamer Krieg. Hier kann ich es machen. Wieso kann ich das mit Gandhi nicht machen? Kann Gandhi keinen Krieg führen? Abkommen aushandeln? Gemeinsamer Krieg. Gegen Philipp. Den zweiten. Bam. Easy. Und du gibst mir dafür noch ein Pferd. Und ich kann dir Wein dafür geben. Seide? Und Tee? Und Geld? Mehr Geld? Geld pro Runde? Okay, vergesst es halt. Warum nicht? Sind dir deine scheiß Pferde so wichtig? Das macht sogar Sinn. Gut, dann gemeinsamer Krieg gegen Philipp. Und macht mal einen gerechten Gegenvorschlag, wa? Weil dann wäre es genau das, was ich von Anfang an geplant hätte. Macht einen gerechten Gegenvorschlag. 9 für 30 Runden! What? Vergesst es. Dann gemeinsamer Krieg, bevor er jetzt noch mit Philipp sich zusammenschließt, weil ey, der Typ will dich umbringen. Und du kriegst, was hat er nicht? Seide. Wein? Wein? Warum nicht? Macht einen gerechten Vorschlag. Und 8 Gold. Alter. Gandhi, du bist scheiße im Verhandeln. Vor allem scheiße hart. Warte. Gemeinsamer Krieg und offene Grenzen. Vor allem von dir. Mach einen gerechten Gegenvorschlag. 30 Runden, 5, es ist halt die Zeit des Krieges. Und 8 Gold. Das nehmen wir an. Dieser Zug wird einen Krieg mit Spanien starten. Erklären wir ihn den Krieg. Gandhi sagt danke. Ja. Und so zieht Gandhi in den Krieg. Nice. Ich hab's gefunden. Es funktioniert. Jetzt soll ich ja problemlos hier durchlaufen können, ne? Problem ist nur, dass meine Einheiten jetzt wieder so überall über der Welt verstreut sind und keinen Plan haben, wo sie hin sollten. Wobei, die Reiter stehen genau richtig für ihr richtiges Ziel. Mir werden nie wieder Leute Freundschaft schließen wollen. So viel steht fest. Und ich sollte hier so schnell wie möglich hinten hin, um noch ein bisschen Eisen zu bekommen. Gut, Universität wird gebaut. Was auch immer hier gebaut wird, wird gebaut. Die Galerie wird gebaut. Ich habe gar nicht so viele Einheiten, oder? Ach ja, euch noch. Die auch perfekt da sind, um einfach nur Delhi abzufacken. Geil wäre es jetzt auch, wenn ich sehen würde, was, Kabul? Ach stimmt, Freunde nennen ihn Kabul, ne? Das war die Aussage. Gandhi und Barbarossa. Gut, nächste Runde. Mein Speer läuft ein bisschen voran. Wenn ihr so blutig seid, ist es vielleicht besser, eure Herrschaft Ende zu bereiten. Du hast ihm auch den Krieg erklärt, Gandhi! The fuck? Also ohne Scheiß jetzt mal, mein lieber Gandhi. Du hast mitgemacht. Indien expandiert. What? Boah, Alter. Bisher bin ich der Einzige, der eingesteckt hat. Gut, wir haben offene Grenzen mit Gandhi. Oh, Gandhi hat... einiges an Einheiten. Vielleicht sollte ich ihm doch nicht so sehr in den Rücken fallen, wie ich es vorher geplant hatte. Boah, Alter, die Siedler rennen jetzt aber auch gerade gut vor mir weg. Ich komm... Ah, doch, ich komm hin. Nice. Na dann, Siedler, wo wäre ein schöner Platz für euch? Wenn wir euch einmal hier so haben. Eigentlich wäre hier oben alles scheiße. Könnt ihr euch auch noch nicht bewegen, ne? Ich glaube, ich muss aber hier oben mal ein bisschen ansiedeln. Bringt es überhaupt was, da oben zu siedeln, wenn es mir ressourcentechnisch nichts bringt? Ich hätte halt hier oben ziemlich viele Fische, Krabben und Quecksilber. Keine Ahnung, wofür man das benutzen kann. Außer um Thermometer zu bauen. Hier unten hätte ich Kupfer. Was, da ich schon im Eisenbereich bin, mir relativ egal sein kann. Hier ist noch mehr Eisen.
Das wäre schon gar nicht mal so doof und leider keine Pferde. Ha. Also ich bring mir die Siedler hier oben nicht. Hier ist nochmal Eisen und noch mehr Eisen. Hier würde es was bringen. Alles klar, das nehme ich. Dann gehst du bitte da einmal hin. So, ihr könnt noch reiten, dann reitet mal irgendwann gen Süden. Okay, machen wir einfach erstmal irgendwas von dem platt. Ich meine, Gandhi wird schon mit angreifen, oder? Weil wir haben jetzt gemeinsam den Krieg erklärt, der sollte ja theoretisch mitziehen, auch wenn er mir sagt, dass er keinen Bock auf Kämpfen hat. Hoffe ich mal. Sonst sind wir gleich ziemlich gefickt. Eigentlich würde ich euch auch nochmal eine Stufe aufsteigen lassen. Egal, lasst erstmal so ein bisschen kriegerischer da reinziehen. So, erstmal Hallo sagen, schauen, wie der so reagiert. Und ja, dann nächste Runde würde ich sagen. Gandhi lässt seine Leute da stehen. Weißt du, wir haben ihn gemeinsam den Krieg erklärt. Eure Hoheit, wir haben größeres Wissen bezüglich des Baus von statischen Befestigungen erlangt. Der Bau von Stadtmauern. Okay, Stadtmauern, das klingt gut. Stellen Säulen auf oder schneiden buntes Glas, um etwas zu errichten, das viel größer ist als wir selbst. Okay, verstehe ich. Kann man machen. Sollten wir auch machen, ja. Ich weiß, meine Kamera spackt gerade wieder ab, das kann passieren. Barcelona. Wir hätten einen bedeutenden Sieg mit meinen Kriegern. Ich würde sagen, dann mache ich das auch mal, oder? Ich meine, es sieht nicht so aus, als wenn gerade unser lieber Filippo hier viele Leute hätte. Und da gibt es auch mehr Pferde. Sehr, sehr gut und wir sind auch wesentlich mehr Mann. Das heißt, wir greifen jetzt einfach... Nein, ich will nicht mit diesem Speer spielen. Boah, dieses automatisch anvisieren, ne Leute? Es ist ein bisschen... Kack jetzt. Ich werde irgendwie weggekloppt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Doch, ich mache Schaden. Alles gut. Dann... Wir werden nicht Cotropla angreifen. Da waren irgendwelche komischen Leute. Wir spähen erstmal da so lang. Nicht, dass ich jetzt von Gandhi irgendwas haben wollen würde. Ich doch nicht. Hey, Rat erforscht. Okay. Läuft ja wie gerollt bei mir. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen nach unten reiten. Eben, um dann irgendwann Spanien hier mit aller meiner Macht angreifen zu können. Irgendjemand muss es ja tun. Alter, also vor allem wieder Gandhi noch so scheinheilig meinte. Ja, ne? So Kriegstreiber, wie ihr seid, müssen wir euch mal ein Ende besorgen. Ja, ist klar, Junge. Kann mein Handwerk hier noch irgendwas anderes machen? Ich glaube, die kann ich gleich mit rüberziehen. Ich habe hier zweimal Eisen, das würde ich direkt mit an- oder abbauen wollen in dem Fall. Meine Krieger, ich habe nun nicht genügend Geld für euch. Dann geht ihr erstmal runter, es dauert eh eine Ewigkeit, bis er unten ankommt. Und habe ich sonst noch Leute? Ja, Rat erforscht. Ah, ich muss nur Wissenschaft auswählen. Ah, alles klar. Können wir eigentlich direkt das Rad machen, oder? Dauert jetzt 3 Runden. Gibt mir eine Wassermühle. Reis und Weizenressourcen erhalten jeweils plus 1 Nahrung. Ah, das kann man wieder in irgendwas drin bauen, ne? Habe ich irgendwas, was an dem Wasser angrenzt? Ich glaube schon. Ich habe mich darüber beschwert, wie viele Flüsse bei mir sind. Nehmen wir doch das direkt als nächstes und Produktion wählen. Ah, du bist fertig. Heißt, ich habe da jetzt einen Handwerker gebaut? Nee. Das wäre ja schlau gewesen. Aber ich wollte da jetzt nochmal einen Campus hinsetzen. Bam, plus 3 Wissen. Genau so sieht's aus. Gut. Auf geht's, nächste Runde. Oh, Indien bewegt sich in die richtige Richtung. Ich bin überrascht. Und ich kriege Hardcore-Schaden. Der hat gerade eine Mauer gebaut. Ja, ne, ziehen wir uns mal kurz zurück. Weil wenn ich jetzt angreife, habe ich nämlich eine deutliche Niederlage. Fuck, niemand hat mit dieser Mauer gerechnet. Warum fängt er denn an aufzurüsten, wenn ich ihm Krieg erkläre? Wie kann er nur? Meine Fresse. Okay, wir haben hier noch mehr Kupfer von mir aus. Hier, warte, Kupfer und Kupfer. Nice, und noch mehr Eisen. Gut, das wird alles irgendwann mir gehören, aber auch mal Schritt für Schritt ganz langsam. Und auch den ziehen wir hier durch. Was ich gerade tue, ist tatsächlich, alle meine Einheiten gehen Süden, ziehen zu Spanien. Während Indien seine Einheiten nicht abzieht. Vor allem muss ich irgendwie auch durch diese Mauern hindurchkommen. Das wird noch ein bisschen anstrengender, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sowohl die von Spanien als auch die von meinem absoluten Freund Indien.
Muss man mal schauen, wie ich da durchkomme. Also vielleicht dann irgendwann mit Kriegern. Erstmal, genau, mein Speer. Wo bist du? Mittendrin in Indien. Perfetto, läuf mal weiter. Am besten, soll ich noch so ein bisschen die Truppenbewegungen von Indien verfolgen kann. Südwärts gerichtet. Sehr gut. Während er sich weiter bei mir ausbaut. Fuck, die kommen weit genug. Übernehme. Nein. Ah, fuck it. That's not what I wanted. Gerade meine aufgebesserten Einheiten sollte ich wesentlich besser beschützen. Ah, shit. Warte, das dauert noch eine Runde, dann habe ich irgendwas mit 70. Noch eine Runde, dann irgendwas mit fast 80. Und dann sollte ich eigentlich schon fast da sein. Vom Geld her bei den... Ich brauche 80, ne? Warte, wie brauche ich 80? Dann bleibt noch eine Runde da. Weil wenn die Schwertkämpfe sind, können die eine Entfernung mehr weiterlaufen. Das heißt, sie sind am Ende schneller im nächsten Stadtgebiet. Gut. Ja, es war vielleicht ein bisschen übereilt. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal hier und verschanzen uns. Wobei, die sollten bis hierher schießen können, ne? Verdammt. Vielleicht reicht es ja, mich gegenzuheilen. So, Indien, meine Freunde. Schön, dass wir hier offene Grenzen haben. Ich bin voll der Freund von offenen Grenzen. Vor allem muss ich ja nicht so weit laufen, um zum Feind zu kommen. Wäre es da sinnvoll, da Süden oder Norden zu machen? Aber wenn ich in den Süden gehe, habe ich wesentlich weniger Sachen, wo ich bauen kann. Aber dafür kann ich noch ein bisschen Druck auf Indien machen. Allerdings, es sollte der mein Freund sein. Aber der Weg ist kürzer. Vertrau mir, hat funktioniert. Genau, du musst dann trotzdem damit unten hinlaufen. Hier habe ich sonst keinen mehr. Hier bis zur nächsten Runde warten. Galera ist immer noch nicht da. Dann warten wir mal. Während Spanien meint, es müsste mich angreifen. Ja, da kommen noch mehr Bogenschützen. Fuck, ich glaube, ich ziehe mich gleich mal noch ein Stückchen weiter zurück. Vor allem, wie viele Leute hier unten noch rumrennen. Gut, dass mir Banda Brunei hier jetzt mal nicht nebenbei den Krieg erklärt, wäre scheiße. Aber es dreht sich. Das ist schön. Alter, Gandhi, wir haben gemeinsam den Krieg erklärt. Ja, ich bin vielleicht der Einzige, der Hals über Kopf dann auch wirklich den Krieg reinrennt. Aber wäre schon schön, wenn du mir zumindest so ein bisschen helfen würdest. Just saying. So, bam. Du hast aufgewertet zu Schwertkämpfern. Damit könnt ihr jetzt nämlich immer noch zwei laufen. Dann lag es an China, dass sie drei laufen konnten. Gut, von mir aus, wir haben nochmal eine Forschung. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr auf die Kriegskunst gehen, wäre ich vielleicht brauchen können. Zum Beispiel ein Katapult. Das klingt doch sinnvoll. Und eine Stadtmauer wollte ich sowieso bauen. Heißt, irgendwann, wenn hier irgendwas fertig sein wird, ist es nämlich gerade geworden. Wunderbar, bauen wir eine Stadtmauer. So, du hast nur den Auftrag, dorthin zu gehen. Du hast auch noch den Auftrag, dahin zu gehen. Und bitte mal eine Stadt zu gründen. Hey ho, Ulm! Um Ulm, um, nee, an Ulm, um Ulm und um Ulm, um herum. Das sollte ein Zungenbrecher werden. Er hat das getan, was er tun sollte. Wunderbar. Petra dauert 200 Runden. What the fuck? Okay, nein, ein Handwerker kommt ja schon hierher, das ist ja schon mal schön. Aber ich, kann ich überhaupt mehr Handwerker hier benutzen? Habe ich hier irgendwas, was an der Oase gebaut werden musste? Ich glaube, wir können erstmal eine Stadtmauer bauen. Wobei, es gibt mir nur Verteidigung. Eigentlich soll ich das irgendwie verteidigen können, gerade wenn ich so viele Freunde habe hier. Dann doch lieber erstmal Wohnraum, damit noch mehr Leute hierher kommen. Gerade in der Wüste könnte man die +1 Nahrung ganz gut gebrauchen, denke ich. Auch wenn es 33 Runden dauert. Shit happens. So, wir haben hier meinen Speer. Du gehst erstmal dahin. Ich muss weiterhin schauen, wo mein Freund, in Anführungszeichen, so seine Leute hinschickt. Und wir schauen mal ganz kurz ein bisschen hier hin. Nächste Runde. Gut. Habt ihr noch Bock zu laufen? Gerade nicht. Alles klar. Ich hätte die nicht so tief senden sollen. Ja. Euer Volk lässt sich zu nah nieder. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Entschuldigt? Ich werde es demnächst anders machen. Ey, Spanien wurde von Banda Brunei der Krieg erklärt. Ist das nicht der hier? Oh mein Gott! Banda Brunei! Let's go get him! Das ist genau das, was ich wollte. Ohne Scheiß, genau das sollte passieren. Dass der liebe Bursche hier mir mal ganz kurz hilft.
Nice. Erstmal verstanden bis zur Heilung. Es hat nämlich hier unser lieber Spanier mehr als genügend Probleme aus dem Süden. Feinde im Süden, Feinde im Osten und Feinde im Norden. Hallo, liebe Lannisters. Ihr werdet jetzt zu Tode gerannt. Wunderbar. Weiterhin ein bisschen schauen, wo unser lieber India hier seine Leute hinschickt. Während ich mal sagen würde, der hat eh keine Chance oder keinen Nerv, sich um mich zu kümmern. Wie will ich die Pferde sehen können? Ist ein bisschen nervig. Lasse doch mal genau da lang gehen. Wunderbar. So, Delhi ist übrigens gerade komplett ohne Verteidigung. Just saying. Und Ulm arbeitet. Unser Handwerker auf dem Weg nach Ulm ist beinahe da. Ihr sollt ja jetzt relativ weit laufen können. Nicht auf Delhi, noch nicht. Erstmal zu Barcelona. Wo sich scheinbar gerade alle sammeln. Ach du Scheiße. Mehr Wohnraum benötigt. Zweimal. Ah, fuck. Egal, können wir hier noch einen neuen Handwerker nachher ausbilden. Das wird schon passen. Suzerän Status verloren. Nach einer Verlagerung der Gesandten seid ihr nicht mehr Suzerän der Stadtstaat Kabul. Wie auch immer ich das getan habe. Aber hier sind noch drei Gesandte von mir. Was habt ihr? Wir handeln sogar. Also ihr handelt mit mir. Von mir aus, macht ruhig. Okay, Kabul hat mit Philipp Frieden geschlossen. Was? Das ist nicht Kabul, ne? Luis Babu. Oder? Gandhi? Wie war dein Freundesname? Babu? Okay, das heißt, Kabul habe ich wahrscheinlich noch nie getroffen. Oder bist du Kabul? Luis Banda. Boah, Kabul war der hier oben. Das ist Kabul. Warum hatte der Stress mit Spanien? The fuck? Schön, der Moment, wo die komplette Welt plötzlich auf meiner Seite ist und ich weiß nicht, wieso. Ein gemeinsamer Fight vereint dann doch ziemlich hart. Auch wenn Spanien ziemlich hart zurückschlägt. Egal, Banda macht das schon. Ja, da legt er los. Ich würde sagen, wir unterstützen den direkt mal. Immerhin komme ich bis dahin problemlos mit meinen lieben Kriegern. Die sollten auch den Angriff davon aushalten. Während unsere Reiter mal kurz Madrid ausfindig machen. Nice. Stimmt, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich. Gut, die sollten allerdings nicht alleine da stehen. Ich würde sagen, deutliche Niederlage. Ja, verschanzt euch für die Runde erstmal. Nachher können wir euch dann wieder abziehen. Wir haben eine Galeere. Oder zwei. Fahret mal los. Was auch immer ich mit euch machen kann. Wahrscheinlich irgendwie in See stechen und da kämpfen. Gut, einen Handwerker brauchte ich hier, ne? Damit wir irgendwie... Warte. Eigentlich kein Handwerker. Habe ich nicht hier auch die Option, Kornspeicher zu machen? Plus zwei Wohnraum. Klingt sinnvoll. Mach mal. Stadt benötigt Nahrung. Ja, kriegen die schon. Mit Kornspeicher, nehme ich mal an. Quest abgeschlossen. Und ihr habt die Quest für den Standstadt Bundai abgeschlossen und eine Belohnung verdient. Einen Gesandten. Kann ich den jetzt nächste Runde oder diese Runde schon woanders hin tun? Vielleicht ist der Gesandte auch direkt in Banda Brunei. Wer weiß. Gut. Ihr kommt nicht nah genug ran. Dann lauft halt mal nach Barcelona. Das ist nicht das, was ihr tun solltet. Gott, verkackt nochmal. Ich sollte schauen, wo die Dinger lang laufen, wenn ich irgendwelche Sachen tue. Okay, ihr könnt nicht laufen. Ihr könnt noch ein bisschen näher kommen. Das wäre mal ganz cool. Genau. Ihr lauft dann bitte auch. Alter, 11 Runden bis nach da unten. Egal, Madrid ist eh sinnvoller. Denn wenn wir Madrid zerstört haben, ist auch plötzlich Indien nicht mehr mein Verbündeter, wenn wir keinen gemeinsamen Feind mehr haben. Aber das wird schon. Wir haben immer noch offene Grenzen, das haben wir ja ohne Zeit, ne, Dingsda, Bumsda ausgemacht. Fuck, das war doof. Das war doof. Alter, hat der eine Bogenschütze gerade Hälfte meiner Leute getötet? Und komm schon, nein! Boah! Gut, ich sollte nicht Krieg führen, ich bin scheiße darin. Aber richtig scheiße. Gut, der Bogenschütze geht mit auf Madrid. Bitte, Freund, zieht eure Saaten von meinen Grenzen ab. Sie machen einen friedfertigen Mann wie mich ganz nervös. Friedfertigen Mann!
Meine Truppen ziehen nur vorbei. Danke, kein Problem. Vertrau mir, die wollten da nie irgendetwas anderes. Es ist eigentlich ganz ehrlich Delis Glück, also Gandhis Glück, dass ich hier gerade Madrid entdeckt habe. Also ohne Scheiß. Wäre das nicht da gewesen, wäre ich direkt auf Delhi gegangen. Und hätte sich hier Banda Brunei nicht plötzlich mit uns verbündet. Wäre das nicht alles der Fall gewesen? Oh, mein lieber Gandhi, du hättest nicht gewusst, was mit dir plötzlich passiert wäre. Vor allem greift Gandhi immer noch nicht an. Gandhi erklärt den Krieg, seine Truppen aber nicht. Well, fuck. Einheiten benennen? Okay. Wie nennen wir unseren Speer, der wild durch die Gegend läuft? Könnte ich jetzt einfach nach meinen Freunden benennen. Das wäre eine Option, aber die kennt ihr alle nicht. Das heißt, das wäre ungünstig. Wir nennen dich einfach John. Er weiß nichts. Aber er hat seinen Hund dabei. Voll toll für ihn. So, Namensrechte. Errungenschaft freigeschalten. Nice. Gut, dann segeln wir mal hiermit weiter. Mal sehen, was unsere Galeere alles so entdecken kann in Küstennähe. Wir haben hier noch Bogenschützen. Die soll ich vielleicht mitziehen. Die könnten vielleicht nötig werden irgendwann im Krieg. Und Einheit getötet. Ja, ich weiß. Danke. Produktion immer noch abgebrochen. Von mir aus. Ich weiß nicht, was ich gegen tun soll, dass das Ding immer verschwindet. Aber gut. Lorelei hat das Wichtigste erfahren. Indien hat eine heilige Stätte in Patna gegründet. Okay. Dann. Mauer wurde abgeschlossen. Bonus wurde erhalten. Ihr hattet auch zu wenig Wohnraum. Unterhaltung gibt keinen Wohnraum. Es gibt Annehmlichkeiten. Annehmlichkeit habe ich eh plus 1. Das heißt, wir bräuchten einen Handwerker, der irgendwo nochmal Sachen baut, die zum Wohnraum dazu zählen. Wobei gerade eigentlich... Kann ich nicht einen Katapult bauen? Erstmal einen Rambock. Rambock klingt auch äußerst sinnvoll. Gerade um Mauern einzureißen, kann ich mir jetzt gerade so spontan nichts Besseres vorstellen. Dann gehst du dorthin, Bogenschützen machen sich mal bereit. Ich hoffe mal, dass Indien das jetzt nicht irgendwie als Bedrohung sieht. Der Gegner liegt nun mal dahinter. Ich hoffe, der ist schlau genug, das mitzukriegen. Ja, weiterfahren. Hat er toll gemacht. Und du hast immer noch eine Bewegung? Na dann, fahr. Vergesst es. Nein. Ist das Ozean? Kann es sein, dass Galeeren nicht durch den Ozean schwimmen können? Was bist du hier? Küste. Was bist du hier? Küste. Ist das euer fucking Ernst? Jetzt habe ich Schiffe und die können hier nicht durch, weil wir mussten dieses eine Gebiet hinter dem Berg einnehmen, damit wir die Chance Fischen kriegen. Oh mein Gott. Okay, Galeere, Rückzug, andere Richtung. Boah, nerven mich die anderen Spieler. Kein Wunder, dass ich sie alle umbringen will. Nichts gegen dich, Indien. Okay. Ah, da, Partner. Ihr zieht... Ihr habt erstmal was tun die da? Warum dürfen die spanischen Missionare in meinen Bogenschützen drin stehen? Hey, da ist unser Katapult fertig geworden. Verteidigung ist besser als Opulenz. Okay, Politik ändern. Was habe ich bekommen? Ich hätte es mir vielleicht angucken sollen. 100% Produktion für defensive Gebäude. Oh, plus 6 Stadtverteidigungsstärke und plus 5 Stadtfernkampfstärke. Das könnte ich reinnehmen, wenn ich da wirklich angegriffen werde. Momentan hat Spanien ja andere Probleme. Das heißt, das merke ich mir für später und nutze ich dann da. Ich weiß immer noch nicht, was die Typen hier machen. Die Missionare machen mir auf jeden Fall Angst. So, meine Einheiten haben sich da gesammelt. Ich würde sagen, Bogenschützen geht mal zu ihnen. Genauso wie ihr. Während ihr euch erstmal ein bisschen weiter heilt. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Dann du musst jetzt den Weg außen rum fahren. Tut mir leid. Was anderes habe ich leider nicht für dich. Zack, ich muss noch eine Wissenschaft wählen. Hab 2 Galeeren, das sollte ich eigentlich irgendwann auch nochmal machen können. Kann ich wahrscheinlich auch höhere Schiffe bauen, die dann auch durch den Ozean fahren können. Astronomische Navigation. Ich kann einen Hafen bauen, okay. Gibt mir der irgendwas? Handelswegskapazität von mir aus. Plus 1 Fortbewegung, das klingt eigentlich alles ziemlich geil.
von Fischen und Krabben. Auch cool. Aber Belagerungstürme sind mir irgendwie gerade wichtiger. Ach, und die Terrakotta-Armee, ich erinnere mich. Die ist ziemlich geil. Die kann jeder bauen? Ich dachte, die könnten nur China bauen. Na gut, also alle werden befördert und alle haben offene Grenzen. Ach nee, nur alle Archäologen. Ich dachte, jeder. Na, dann ist langweilig. Wobei, Beförderungsstufe ist eigentlich schon ganz geil. Dann, wir könnten Maschinen machen. Oh, Armbrüste. Bonus, hab 3 Bogenschützen. Weiß ich ja, weil ich tatsächlich das bauen kann. Eine Werkstatt. Okay, da kriege ich auch die Hanse. Das war deutsch-typisch, ne? Ein ausschließlich Deutschland zur Verfügung stehender Bezirk für industrielle Aktivitäten. Ersetzt ein Industriegebiet, Bezirk und ist günstiger im Bau. Ja, ne? Nehmen wir. Ausbildung! So lohnt es sich für gute Deutsche. Als nächstes nehmen wir noch ein bisschen Krieg. Die 2 Sachen, die Deutschland schon immer gut konnte. So, bam. Bauen wir eine Mine dorthin. Haben wir jetzt schon 2 Eisen und dann gehst du nachher dorthin und machst dasselbe nochmal. Ach ja, eine Politik müssen wir auch noch wählen. Könnten langsam mal Mystik nehmen. Dort momentan nur 2 Runden. Ja, wir können es auch einfach weiter ignorieren. Und, naja, für den Rest habe ich keinen Bonus. Nein, nehmen wir erstmal den Bonus. Erstmal schnell das machen. Vielleicht gibt es auch irgendwas anderes Sinnvolles. Vielleicht muss auch gar nicht alles machen. Vielleicht ist das speziell auf bestimmte Sachen gehen sogar schlauer. Wer weiß, ich auf jeden Fall noch nicht. Dann mehr Wohnraum. Ja, das dauert noch ein bisschen. Das nochmal und das nochmal. Gut, nächste Runde. Läuft langsam mal Gandhi gegen Süden? Nein, ich muss mein liebes Daily beschützen. Meine liebe Daily-Zeitung. Hatte man tritt nicht vorhin 8? Haben die gerade einen verloren? Na gut, zumindest sind meine Leute beinahe alle da. Ich würde jetzt auch mal John mitkämpfen lassen. Ich würde... Ja, Galeere, fahr. Ich weiß, sie waren noch irgendwo das Great Barrier Reef da oben, glaube ich. Ihr müsst euch nochmal kurz eine Runde verteidigen. Ihr nochmal verschanzen. Und ja, nächste Runde, ne? Wo auch immer meine Krieger langlaufen. Also wenn ich in Indien wäre, ich hätte jetzt auch Angst. Immerhin stehen meine Krieger direkt neben dem. Madrid zieht immer noch durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was hier Missionare können. Mystizismus ist das Verwechseln eines zufälligen und individuellen Symbols mit einem universellen. Ja, genau so stimmt das. Wir haben neue Joker-Karten bekommen. Offenbarung, +2 Prophet und +2 großer Wissenschaftler. Ja, nee, brauche ich eigentlich gerade nicht. Kriegsherr steht mir sowieso besser. Ich würde sagen, da forschen wir jetzt auch einfach weiter dran. Drama und Dichtung. Das Amphitheater. Das wäre cool. Das gefällt auch mir. Literarische Tradition. Ja, nee, danke. Gehen wir doch mal lieber Söldner. Habt 8 Landeinheiten für Militär. Was macht das? Er trägt durch Plünderung. Okay. 5% Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen. Das klingt auch nice. Kultur und Wissenschaft durch internationale Handelswege. Langweilig. Und gewährt einen Gesandten. Was ist das hier? Allianz. Schließt eine Allianz mit einem erklärten Freund. Nehme ich. Egal, was es mich jetzt dahin kostet, das nehme ich erstmal. So, braucht ihr irgendwas? Wohnraum. Immer noch. Bis zu 6 Wohnraum. Aber ich kann das Aquädukt nirgendwo hinbauen. Dann verliere ich wieder Nahrung. Habe ich genügend Nahrung? Eigentlich nicht. Ich könnte es auch hier hinbauen, aber das entfernt die Mine. Aber lieber die Mine, aber ich habe 3 Produktion. Fuck, aber ich brauche den Wohnraum. Aber ohne Essen brauche ich doch keinen Wohnraum. Das ist scheiße. Komm, bam, setz mal's dort hin. Dann, ich habe einen Gesandten bekommen. Hier, Bandas, hast du toll gemacht. Viel Spaß. Vor allem, weil er so wunderbar mit mir gekämpft hat. Oh, mein Rambok ist da. Wäre es nicht sinnvoll, auf den zu warten im Krieg? Ah, Quatsch. Ich glaube, ich weiß, wo ich den hinsetze. Aber das sind die ganzen Einheiten von Indien. Die immer noch nur hinter mir stehen. Gut, das ist ein Bogenschützen, aber trotzdem. Alter, wenn ich mit Indien den Krieg ziehe, ist es nächstes als wie vorher. Es ändert einfach nichts. Egal, wollen wir jetzt zu Madrid gehen, bevor er sich irgendwie wieder erholt? Wobei, der ist doch voll. Komm, auf den Rambok warten. Ist ohne Scheiß.
Bringt ja eh gerade noch nichts. So, Galeere. Hier ist immer noch Küste. That's suspicious. Aber jetzt beginnt der Ozean. Okay, alles klar. Ist eine ziemlich lange Küste. Aber weil es da noch Fische gibt. Von mir aus. Dann baust du bitte da die nächste Mine. Noch mehr Produktion für Ulm. Langsam wäre Nahrung mal ganz geil. Haben wir irgendwas? Ja, ein bisschen in der Oase, aber da hört es auch auf. Kann ich in der Oase irgendwas bauen? Wäre vielleicht nochmal ganz cool. Ah, nee, warte, mein Handwerker ist jetzt eh weg, ne? Ah, verdammt. Wer baut auch bitte in der verkackten Oase seine Stadt? Ich. Der schlauste aller Leute. Und Banda Brunei hat Philipp II. Schon wieder den Krieg erklärt. Ganz was Neues. Gut, jetzt kann ich auch seine Einheiten sehen. Kann man immer die Einheiten von dem sehen, mit dem man im Krieg ist? Nein, weil ich so viel Gefolge dahin gesendet habe, glaube ich. Ah, das würde Sinn ergeben. So, bloß Banda Brunei kriegt hart auf die Fresse. Anstatt selber anzugreifen. Aber er umzingelt ihn gerade schon ziemlich. Ja, zumindest die Einheiten von Spanien sollten sich jetzt nicht zwangsweise auf mich konzentrieren können, sondern vielleicht auch ein bisschen auf ihn. So, jetzt habe ich keinen Rambock da. Aber theoretisch alle meine Einheiten. Oder? Na, fast. Auch noch 4 Runden, dann sind alle da. Kann ich, glaube ich, alle schon mal so ein bisschen näher ran bewegen. Weil es kann 2 weit schießen. Das heißt, 1, 2. Dorthin kann ich theoretisch gehen. Dann Madrid hat... Wobei Madrid hat... Ah, die Fernkämpfe da drin sind fast tot, ne? Nicht, dass ich irgendwie gegen die ankommen könnte von hier aus. Da müssen meine Fernkämpfer hin. Das heißt... Eigentlich müsst ihr hier hin. Ich kenne die Melodie. Oh, fuck. Das ist, aber was, wenn der Eimer aber nun ein Loch hat? Liebe Liese, aber was, wenn der Eimer aber nun ein Loch hat? Lieber Heinrich, was dann? Ein Loch hat... Aber was, wenn der Eimer aber nun ein Loch hat? Lieber Heinrich, was... Das war wahrscheinlich die falsche Textstelle. Aber das ist das Lied. Das haben wir bei uns häufiger gesungen. Just saying. So, verschanze dich mal, kriegst du weniger Schaden. Was brauchen wir hier? Wahrscheinlich alles. Ne, Wohnraum haben wir, Annehmlichkeiten haben wir. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht Essen. Aber es ist unwichtig. Ihr könnt stattdessen erstmal... Eigentlich mehr Leute. So ein Katapult klingt erstmal nice, würde ich sagen. So, ihr schwimmt mal ein bisschen nach da oben. Ich habe auch gerade keine Probleme angezeigt, also habe ich hier alles geklärt. Wunderbar. Da ist die Bibliothek fast fertig. Schön. Ihr macht das Aquädukt. Wunderbar, nächste Runde. So, Indien hat sich immer noch nicht dazu entschieden, mir zu helfen. Dachte sich jetzt eher, guck mal, wir schicken den Siedler los. Oh, fuck, Alter, meine Speerträger kriegen richtig halt auf die Fresse. Durch das Bombardement. Da kommt noch mein Handelskahn. Von mir aus. Ihr zieht euch wieder zurück. Ah, hier ist ein Siedler dabei. Ah, die haben den Siedler abgenommen. Das ist schon mal gar nicht so doof. Aber ihr wollt nicht zufällig irgendwie sowas wie angreifen. Eigentlich nicht gegen eine Festung, ne? Das macht eigentlich schon Sinn. Können wir bombardieren? Nein, ich hab das sogar nicht ausgewählt. Und warum springt das denn automatisch zum nächsten? Oh, mein armer John. Wieso springt das zur nächsten Einheit? So ein Bullshit. Ah, meine Fresse. Egal, ich würde sowieso angreifen. Bringt mir das irgendwas? Bringt mir halt gar nichts. Jetzt habe ich nur John verloren. Ich habe ihn gerade benannt. Kann ich mal kurz so ein Priester des Lichts kommen, ihn wiederbeleben? Ah, fuck. Lohnt es dann überhaupt, das irgendwann anzugreifen? Na, jetzt eigentlich noch nicht. Na, geht mal zurück. Erstmal Pause machen. Denn mein Rambock muss ankommen. Okay, dann geht der doch nicht auf Neu-Delhi. Dann muss jetzt irgendwie Madrid fallen. Ich werde nie wieder mit Indien den Krieg beginnen. Ich weiß noch nicht, wie der Rambock funktioniert. Vielleicht kann er auch gar nicht angreifen. Das kann auch sein. Na gut. Oh mein Gott. Das ist mehr eine Scheiße als alles andere. Geht ihr von hier unten lang? Na, das ist doof. Ich muss zuerst den Fluss überqueren, das macht mehr Sinn.
Ansonsten stehe ich da eine Runde vor der scheiß, wie heißt das? Vor dem Fluss und werde bombardiert, was bei meinen stärksten Einheiten nicht gerade die beste Option ist. Oh, Alter. Der letzte Krieg war sinnvoller. Lorelei hat sich erfahren, Indien hat die Politikschrift des Typs Wirtschaft angenommen. Ja, es ist mir egal. Okay, ihr könnt ein bisschen schießen, wenn ihr wollt. So, kannst du jetzt bis hier ballern? Nein, kannst du nicht. Das heißt, die Wälder schützen einem da so ein bisschen davor, gut zu wissen. Könnt ihr wahrscheinlich von hier aus auch nicht, ne? Aber jetzt einfach... Könnte Plünderung? Ah, es gibt mir Gesundheit, wenn ich die Länder plündere. Okay. Steht irgendwo, wie weit die schießen können? Angriffsreichweite 2. 1, 2... Meiner Meinung nach würde das ausreichen, aber die sehen das scheinbar anders. Von hier aus dann vielleicht. Muss man mal schauen. Ihr... Dann kann ich, bringt halt nichts. Eigentlich liegt bloß gerade da, um von Schüssen Schaden zu kriegen. Bin vielleicht immer noch nicht der beste Kriegsführer. Oh, hier sind... Pressler Bogenschütze? Man kann Bogenschützen da auf das Wasser mitsenden? Was ist denn das? Nur ein Bogenschütze? Warte, mach mal kurz eine Hilfe. Das ist tatsächlich ein normaler Bogenschütze. Müsste ich mal ausprobieren, ob man die einfach so aufs Schiff setzen kann. Würde irgendwie Sinn ergeben, dann wären die Schiffe nicht ganz so sinnlos in diesem Spiel. Ich habe halt noch nicht allzu viel mit Fischen, mit Schiffen agiert. Egal, Rambok, wie sieht's aus? 8 Runden. Well, okay. Dauert ein bisschen. Frage ist, kommt der da überhaupt an? Weil wenn ich auf Madrid drücke, dann bewegt er sich irgendwie nicht. Egal, was haben wir noch? Nochmal hat... Ah, hat Frieden geschlossen. Why? Suzerän des Stadthandels... Will ich immer noch nicht, was auch immer Suzerän ist. Na gut, ein Versprechen wurde gebrochen. Ihr habt Versprechen gebrochen, Truppen von der Grenzbewegung gegenüber dem Indischen Reich gebrochen. Habe ich gar nicht. Also, vielleicht. Aber nicht gewollt. Nächste Runde. Okay. Zumindest Madrid kann auf mich schießen. Ich soll theoretisch auch zurückschießen können, oder? Frage ist, will ich das tun, weil gerade irgendwie zu viele meiner Leute getötet wurden. Viel zu viele. Aber hätte ich eine Auszeichnung bekommen. Okay. Kann ich schießen? Ja. Ich glaube schon. Ne, ich glaube nicht. Gut, Leute, Rückzug. Wir warten, bis der gottverkackte Rambok da ist und schauen dann, was er tun kann. Oder könnt ihr irgendwas tun? Deutliche Niederlage. Nein, auch die nicht. Dann mache... Ne, warte, wo geht ihr hin? Du gehst erstmal dahin. Ich habe das Versprechen gebrochen, weil Delhi neben mir eine Stadt also Gandhi neben mir eine Stadt errichtet hat. Ist das ein verkackter Ernst? Keine Buße durch Weg. Was? Ah, ich habe noch einen Händler gebaut. Wusste ich. Natürlich. Dann, Banda Brunei. Plus 9. Nehmen wir. Viel Spaß. Weg beginnen. Alter. Gut. Braucht ihr irgendwas? Wohnraum. Kornspeicher gab es 2 Wohnraum, ne? Dann mach auch du mal den Kornspeicher. Heißt, ich habe endlich eine Bibliothek. Heißt, ich sollte jetzt relativ plus 25 Wissen bekommen. Okay, gut, das klingt nicht wenig. Hoffen wir mal, dass mein Rambok jetzt irgendwann bei mir ankommt. Also habe ich echt Bock, einfach Delhi niederzumachen. Da komme ich viel besser ran als bei Madrid. Einheit benötigt Empfehlungen. Ja, geh mal da lang. Das schaffst du schon. So, nächste Runde. Okay. Der tut immer noch so, als wenn es wehtun würde. Irgendwie, ja, ein bisschen Schaden machen sie. Soll das nicht Ewigkeiten da stehen lassen. Ich soll es eigentlich da wegnehmen. Hey, Mittelalter! Woo! Wir sind alle Gesellen so, zack. Im Handwerk, in dem nie jemand Meister wird. Okay, jetzt könnte ich auch die Hanse bauen. Plus 1 Produktion durch Minenmodernisierung. Kann ich die Minenmodernisieren? Achso, wahrscheinlich, wenn ich eine Mine hinsetze, nennt sich das Modernisierung. Das ergibt natürlich Sinn. Gut. Alter. Ich bin so scheiße im Kriegsführung. Egal. Besiegt eine Einheit mit einem Speerkämpfer. Pikenier, klingt gut, ne? Mach mal.
So, dann bist du hier oben fast fertig. Dann kann ich da theoretisch neue Einheiten produzieren. Bis die unten sind, dauert es eh wieder Jahrtausende. Mein Katapult ist auch beinahe fertig. Mensch, wer braucht jetzt noch neue Informationen? Du, heil dich mal. Du, heil dich mal. Alles klar, nächste Runde. Und mein wunderbarer Wagen kommt voran. At least he tries. Oh mein Gott. Er wird niemals ankommen. Was sind drei Sachen? Neue Stadtstartquest. Bild ein Pekinier aus. Okay, ja, von mir aus. Und abgeschlossen. Belohnung verdient ein Gesandter. Okay. Ja, die Gesandten sind scheinbar direkt in der Stadt drin, wie es aussieht. Von mir aus. Was waren die anderen Aufgaben? Hab's nicht gesehen. Das ist, bildet ein Pikinier aus und bildet ein Armbrustschützen aus. Gut, das sollte ich eigentlich hinbekommen. Denke ich mal. Irgendwann. Erstmal können wir neue Sachen produzieren. Und zwar einen schweren Streitwagen. Ja, why not? Komm, nehmen wir. Dauert zwei Runden, sieht stark aus, sieht beeindruckend aus, hat kein anderer auf dem vergackten Feld. Irgendwas muss ich doch nehmen können, um irgendwie Madrid angreifen zu können. Eigentlich will ich bloß keine Verluste in Kauf nehmen. Deswegen haltet ihr euch erstmal weiter, während ach, hier ist schon wieder Ende, weil eine Stadt da steht. Gut, meine Galeere ist gefangen. Ich kann hin und her schwimmen. Gratulation, Galeere. At least you try. Guck mal, Banderbruder hat schon wieder den Krieg an Spanien erklärt. Oh mein Gott, ganz was Neues. Die werden sich da aber auch nicht einig. Ist wie im Mittleren Osten da unten. Meine Fresse, sag ich doch Lebensraum im Osten. Banda Brunei, let's go. Aber diesmal bitte richtig. Okay, wo ist mein Rambok? Beweg dich mal nach vorne. Weil es ist ja nicht mehr ganz so weit. Er ist beinahe da. Noch gefühlt 100 Runden. Die können mich gerade nicht abschießen, heißt, ich kann mich heilen. Hier, ne, halt euch mal bitte wirklich. Machen sie. Gut, Katapulte sind 11 Runden da. Und Streitwagen kann auch gleich losfahren. It's something. Ist nicht auch irgendwo mein Hettenlach ganz unten unterwegs? Ja, dann müsste eigentlich einer auf dem Weg sein. Gut, bitte warten. Indien hat sich immer noch nicht dazu selbst überreden können, gegen Madrid zu ziehen. Ist denen dann wohl doch zu weit weg oder so? Keine Ahnung. Ich kann das mit jemandem dorthin schieben. Das ist sogar sinnvoller. Gut, warte, ich muss erstmal vielleicht durchlesen, was sollen die Typen eigentlich wirklich machen. Also Rambok. Unterstützungseinheit der Antike. Wenn sie neben einer Stadt platziert wird, fügen angreifende Nahkampfeinheiten der Stadtmauer den vollen Schaden zu. Ah, alles klar. Starke, schwere Kavallerie der Antike. Erhält eine Bonusbewegung bei Rundenbeginn auf einem ebenen Geländefeld. Ohne Wald, Regenwald und Hügel. Okay. Ich würde mal sagen, machen wir eine Massenproduktion. Einfach immer noch mehr davon, wo auch immer. Ah, der andere ist jetzt hier. Ich hätte mein Lager irgendwo anders aufschlagen sollen. Alle mal mit nach Madrid. Das wird schon laufen, vertraut mir. Irgendwann sind die dann auch da. So, dann verteidigst du noch mal ganz kurz. Und dann waren das alle. Mehr Wohnraum benötigt. Wo? Du? Der Kornspeicher ist gleich fertig. Keine Sorge, das wird schon passen. Hoffe ich mal, dass die jetzt nicht anfangen zu rebellieren oder ähnliches. Gut, dann habe ich gleich den nächsten Streitwagen. Du hast deine Aufgabe, nach unten zu gehen. Rambok. Gehe mal zu ihnen hier. Wie gesagt, meine stärkste Einheit. Und ihr geht jetzt mal zusammen weiter. Jetzt. Eigentlich jetzt oder nie Angriff. Wobei, eigentlich kann man noch ein bisschen warten. Heißt, du wartest mal noch kurz. Und du haltest dich mal noch kurz ein bisschen. Und ey, wir haben einen neuen Gesandten. Warum mal auf 6 Gesandte? Surzeren. 3 Gesandte mehr als jede andere Zivilisation. Einzigartige Bonus von Banda Brunei. Eure Handelsposten in fremden Städten bieten plus 1 Gold. Handelswege in die Stadt hinein und hindurch. Der Stadtstaat folgt euch in Krieg und Frieden. Deswegen ruft ihr die ganze Zeit den scheiß Krieg aus. Ah, das ergibt voll Sinn. Das Territorium des Staates wird zu freundlich gesinnten Gebiet. Deswegen kann ich Leute sehen. Eure Einheiten können sich hindurch bewegen, sich heilen und verbessern.
Eure Handwerkeinheiten können Geländefelder des Staates modernisieren. Oh, cool. Euer Sichtbereich erstreckt sich auf 3 Geländefelder um den Stadtstaat. Ihr könnt Gold bezahlen, um für kurze Zeit Kontrolle über das Militär des Stadtstaats zu übernehmen. What? Überliefert alle Ressourcen des Stadtstaats. Alter. Komm, dahin. Bestätigen. Ich kann Geld bezahlen für seine Einheiten? Brunei, komm mal her. Wie kann ich jetzt Geld bezahlen für deine Einheiten? Würde gern mal kurz sagen, hier, Angriff. Gesandte 6, ja. Ihr könnt Gold bezahlen. Ich habe 135 Gold. Mehr bist du eh nicht wert. Gesandte in Sand 6. Beeinflusst durch 3 Zivilisationen, was wir sind. Quest, beziehungsweise... Ah, jetzt verstehe ich auch, wie das funktioniert. Für 320 Gold bezahlen und temporäre Kontrolle über alle aktuellen Metalleinheiten des Staats zu übernehmen. Gut, dann nicht. Dann habe ich doch nicht genügend Geld. Never mind. So, ihr wartet nochmal ganz kurz eine Runde. Nächste Runde beginnt der Angriff. Dann aber wirklich. Ich habe fast 30 Runden gebraucht, um dahin zu kommen. Alter. Gut, während der da oben sich einfach weiter ausbaut, so eiskalt. Die Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Oh, okay. Klingt nach Shakespeare. Wie auch da stand. Ja, ich weiß. Gut, dann produzieren wir hier mal, weiß ich nicht, einen schweren Streitwagen. Und du würdest bitte gerne einmal nach Madrid kommen. Das ist auch noch eine Unterstützungseinheit. Ne, er bewegt sich los. Sehr gut. Wir haben noch was fertig. Dich hier. Heißt, also, das ist mehr Wohnraum. Wunderbar. Eigentlich wäre eine Bibliothek ganz geil. Einfach für noch mehr Wissen. Ansonsten Lager für noch mehr Einheiten. Kann ich das irgendwo hinsetzen? Könnte ich tatsächlich. Ansonsten vielleicht auch mal die Arena hier drin. Allerdings haben wir schon mehr als genügend Annehmlichkeiten dort. Das heißt, es wäre eigentlich sinnlos. 6 Wohnraum. Klingt eigentlich auch verlockend. Ein Kolosseum. Jo. Ja, scheiß auf Wälder. Wer braucht die schon? Kolosseum. Das ist das, was man in der heutigen Zeit benötigt. Und ey, Ulm ist auch fertig. Mach mal ein bisschen mehr Kultur. Du brauchst auf jeden Fall sehr viel mehr um dich herum. Weil erstmal kommt viel Wüste und danach kommen sinnvolle Sachen, die du vielleicht irgendwie gebrauchen könntest. Gut. Das heißt, jetzt die Runde zum Angreifen. It's time to strike. It's time to strike. Auch wenn wir uns jetzt weniger bewegen können. Aber machen wir mal. Du gehst nach vorne. Du gehst bitte auch ein Schrittchen nach vorne. Alle Mann. Beweget euch. So weit wie möglich. Und hier nochmal verschanzen, damit sie dich nicht direkt weghauen. Achso, er kann sich nur noch hinbewegen. Der hat halt echt alles hier relativ gut ausgebaut. Im Sinne von, der die Wälder stehen lassen, dass keiner da durchkommt. Das ist echt nicht doof gewesen von ihm. Aber gut. Ich meine, ich habe jetzt Unterstützung. Bahne Brunei. My best buddy. Niemand hat mich angegriffen. Ah, warte. Der Streitwagen weiß nicht, wo er hin soll. Runter. Nach Madrid. Wie wir alle. Vertrau mir. So. Die greifen die Speerträger an. Warum auch immer. Weil die wahrscheinlich schon am meisten Schaden haben. Das würde Sinn ergeben. Die kommen gegen durch Musik und Militärtaktik. Taktik erfordert Beobachten. Wei Tokalei. Das ist eine Annehmlichkeit durch Unterhaltung für jedes Seegeländefeld im Umkreis von einem Gelände von Wei Tokalei. Plus 1 Nahrung, plus 1 Produktion für jeden Seegeländefeld im eigenen Reich. Muss an einem Seegeländefeld neben Land gebaut werden. Okay. Das können wir da unten mal bauen. Und halt die Pikiniere. Strategie erfordert Nachdenken. Taktik erfordert Beobachten. Ich kann beides nicht. Egal. So, zack. Da sind wir. Buddies. Pattsituation. Well, fuck. Gut. Bedeutender Sieg. Das wollte ich sehen. Warum gehst du dahin? Oh mein Gott. Einmal mit sinnvollen Leuten kämpfen. Gut, dann, hatten wir eine Beförderung für dich. Plus 5 gegen Nahkampfeinheiten. So. Damit bist du wenigstens geheilt. It's, something. Und dann gehst du bitte dorthin. Vielleicht, dann konntest du soweit nicht schießen, ne? Egal, notfalls machen die 2 jetzt mit dem scheiß Rambock fertig. Auch in Ordnung. Mit Rambock funktioniert das schon. Da, Militärtechnik. Nehme ich, was brauche ich davor noch? Bauwesen. Sowas Langweiliges. Gut, von mir aus. Meine Streitwagen kommen. Irgendwann. Ganz langsam. Der noch nicht. Aber ich immer irgendwas auf seinen Platz setze, ne? Ja, doch, komm mal runtergeritten. Und du bitte auch.
Also einfach Angriff drücken. So, nächste Runde. Irgendwie ist Indien echt der beschissenste Partner. Also, mein Bandarunai, der rennt ja förmlich den Gegner ein. Also jetzt, wo ich wirklich genügend Gesandte da habe. Wow. Ey, Beförderung verfügbar. Shit, sie sterben gerade alle, aber sie könnten befördert werden, wenn sie nicht komplett tot sind. It's something. Haben wir gerade irgendwas angelaufen? Er ist jetzt auch im Mittelalter. Ja, da ist was. Abu al-Qasim al-Zawari. Nein, nein. Oh, okay, dann greif halt an. Von mir aus, ich wollte es nicht. Ich wollte nur gucken, was das ist. Egal. Jetzt sind da noch mehr Bogenschützen. Egal, theoretisch sollte jetzt erstmal Madrid die Stadtmauer gefallen sein. Japs. Dann gehst du mal ganz kurz runter. Es wäre halt schlauer gewesen, mit denen da hinzureiten und dann das da angreifen zu lassen. Egal, so Attacke. Wobei er hat schon Schwerkämpfer, ne? Und jetzt wären die Bogenschützen am sinnvollsten gewesen. Ich wollte doch nur gucken, was das ist. Ich bin mir der Steuerung scheinbar noch nicht gut genug vertraut. Und vor allem wollte ich diesen gleich tot. Gut, never mind. Ich kann mich von den nächsten meiner Einheiten verabschieden. Shit. Oder vielleicht greifen sie auch irgendwas anderes an, aber das vermute ich mal nicht. Einheit benötigt Befehle. Ah, ihr schon wieder. Na, kommt runter. Kommt zu mir, meine Freunde. Vertraut mir, ihr wollt es. Irgendjemand muss ja herkommen. Und ganz ehrlich, als nächstes mache ich das gottverkackte Indien platt. Wir greifen zusammen in Spanien an. Wir haben einen Vertrag gemacht. Und er sagt mir, ne. So ist das aber nicht. Wenn du so kriegstreibend bist, muss ich dich leider umbringen. Und danach hilft ihr mir nicht mal. Arschlöcher hoch 10 und ihr seid tot. Ja. Boah, shit. Weil ich mich vertippt habe. Egal. Dafür wird Madrid sterben. Für meine Dummheit? Ja, für meine Dummheit. Bäm, geben wir ihn auf die Fresse. Zack, da sterben fast mehr von mir als von ihnen. Egal. Wenn Madrid weg ist, verschwindet auch der Rest von der Landkarte. Aber das ist noch nicht in diesem Zug. Ja, im Krieg und in der Liebe werden halt Verluste gemacht. So ist das halt. Weil meine großen Streitwagen nicht schnell genug sind. So, kommt mal mit runter. Ich weiß, ihr wollt es. Irgendwann wollt ihr auch mal da sein. Glaube ich zumindest. Nicht auf den Berg, einfach so zu Madrid. Genau. Dann, was produzieren wir mal? Ich glaube, wir brauchen nur einen Bogenschützen. Meine letzten sind irgendwie nicht mehr da. Weil Pikiniere wären auch ganz cool. Weil noch habe ich Speerkämpfer, die könnten theoretisch überleben. Also, wir machen mal eine Massenproduktion für Bogenschützen da oben. Du brauchst noch ein bisschen, du brauchst noch ein bisschen. Gut, nächste Runde. Einheit getötet? Ah, ja, ich weiß, danke. Und die Galeere hat keine Aufgabe. Ja, ruh dich mal aus. Ich habe halt nichts für dich zu tun, okay? Du wirst in beiden Seiten... Doch, ich hab was. Ich meine, es ist auch voll dieses Gebiet, ich kann ja jetzt durchgehen. Oh shit, wie viele kommen denn da? Fuck! Auf einmal hat er wieder Einheiten, der Typi. Shit! Ich brauche nur einen. Nur einer muss überleben und dann könnte ich theoretisch mal Spanien umbringen. Es sieht sogar ziemlich gut aus. Indien wurde von Breslav der Krieg erklärt. Oh, okay. So, wer darf töten? Hier, auf geht's. Kill it! Kill it with fire! Jawohl, so sieht's aus. Bam, Bitches! Ha! Entwicklung, Feudalismus. Ja, okay, gut. Ja, jetzt ist Madrid weg, ne? Ihr solltet eigentlich alle fallen. Ich kann natürlich gerne nochmal draufhauen, wenn es euch beliebt. Ah, die schießen zurück. Ah, nicht so günstig. Bedeutender Sieg. Ah, okay, aber ich komme nur außenrum hin. Hätten wir auch vorher mal anzeigen können. Gut. Was passiert hiermit? Ich würde Madrid gerne mal behalten. Madrid war cool. Hat er jetzt noch Chancen, das irgendwie wieder einzunehmen? Aussage war doch, wenn man die Hauptstadt verliert, ist man tot, oder? Soll ich erstmal eine Kaserne bauen? Ah, nee, genau, ich wollte die Hanse bauen. Stimmt. Warte. Erstmal soll ich mir durchlesen, was sie kann. Und wie sie es kann. Also, bloß als Produktion durch jedes zweite Bezirkgelände fällt. Okay, plus zur Produktion durch jedes angrenzende Handelszentrum Gelände fällt.
Habe ich auch nicht, dass ein Produzent durch jedes angrenzende Ressourcengelände fällt. Wahrscheinlich sind das dann die Sterne letzten Endes. Das heißt, hier wäre schlau, aber da steht schon was. Hier steht auch schon was. Hier kann ich nicht. Entfernt den Sumpf. Ja, komm, bauen wir es einfach hier hin. Hier ist zumindest Platz. Haben wir es zumindest gebaut. Weiß nicht, ob es das so bringt, aber man kann es auch machen. Und hier kommen bitte schön Stadtmauern hin. Die waren ziemlich scheiße zu überwinden. Gut. Ich glaube, es war gar nicht mal so doof, so viele Streitwagen zu bauen. Ich glaube, ich brauche gleich eine relativ große Armee, um irgendwie alles abzufedern. Schwertkämpfer. Warte. Okay, ihr könnt verbessert werden. Welche Einheit braucht Befehle? Jo, genau ihr. Ihr geht mal kurz da drüben hin. Jede Runde neuer Streitwagen. Okay, jede zwei Runden. Egal, Hauptsache Streitwagen. Und Alter, Indie steht immer noch da mit seinen 100 Leuten. Kein einziger hat den Bock anzugreifen. Boah, ich werde sie alle umbringen und Freude dabei haben. So, Kriegserklärungen. Brunei hat Preslav. Preslav hat Friedrich Barbarossa. Und Preslav hat gar nicht. Bin ich im Krieg? Friedrich Barbarossa bin ich doch. Wer hat mir den Krieg erklärt? Hätte ich das nicht irgendwie sehen müssen? What the fuck ist hier gerade viel passiert? Ja, ganz, ganz ruhig. Also, Stadt benötigt Nahrung. Madrid. Okay, gut, von mir aus. Die ist neu, die darf Nahrung benötigen. Meine Schwertkämpfer dürfen gerne meine Beförderung erhalten. Und zwar, Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Klingt super, aber hier sind ganz viele Bogenschützen um die ringsrum. Hauptstadt erobert. Yay. Einer getötet. Nicht so geil. Ihr habt einen neuen Stadtstaat getroffen. Oh, hi. Buenos Aires. Hi, Buddies. Neue Stadtstaat-Quest. Okay, baut einen Unterhaltungskomplex. Ja, ja, von mir aus. Mehr Wohnraum. Auch da. Wer hatte mir jetzt den Krieg erklärt? Kann ich das hier irgendwo sehen? Nee, aber momentan scheint nur er im Krieg zu sein, hoffe ich mal. Gut. Dann, ein bisschen ungünstig ist tatsächlich, dass ich gerade oben und unten Feinde habe, die vielleicht alle so ein bisschen Madrid zurückbekommen wollen. Er mit seinen Leuten ein bisschen falsch steht, Banda Brunei. Ich einzige bin, der gerade von Feinden umzingelt hier steht. Gut, wo sind meine Reiter? Tot nehme ich an. So wie alles von mir. Außer I hier. So, bedeutender Sieg. Hauen wir die doch erstmal weg. Dafür habe ich ja meine Unterstützung hergebracht. Zum Unterstützen. Und ich hoffe, dass ich jetzt immer noch offene Grenzen mit Indien habe. Wenn der die jetzt zumacht, rettet er effektiv Spanien. Was er hoffentlich nicht tut. Steht jetzt irgendwas dabei mit stirbt oder so? Ist im Krieg? Gerüchte? Okay. Und, ey, guck mal, wir haben noch nicht die schlechteste Verbindung. Es geht noch beschissener. Minus 6, unbekannter Grund. Minus 2, unbekannter Grund. Plus 1, unbekannter Grund. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, dass wir jetzt irgendwie Clinch miteinander haben. Fragt nicht mich. Fragt Madrid. Es war plötzlich meins. Ich weiß auch nicht, wieso. Gut, beenden wir mal die Runde. Schauen wir mal, was sich jetzt sonst noch so bewegt und meine Aufmerksamkeit benötigt. Ah, meine Ritter sind weggeritten. Die sind noch nicht tot, ne? Oh, es ist scheiße. Das heißt, wir bleiben erstmal hier und versuchen nicht zu sterben. Nächste Runde. Oh, Indien bewegt sich auf einmal, ne? Was hat er denn da gebaut? Ein Rambock, aha! Endlich! Hat er mal sich aufgesetzt, um mitzukämpfen. Preslav, sind die da drüben? Die haben mir wirklich den gottverkackten Krieg erklärt. Und die können auf meine Galeere schießen. Die haben zwar keinen Schaden gemacht, aber die können die anschießen. Ich kann nicht zurückschießen. Gut, ich habe da gleich einen Katapult. Aber trotzdem, das ist nicht geil. Aber meine komplette Armee ist woanders. Also tot. Im Jenseits. Also effektiv woanders. Shit. Ja, gehst du kurz dahin. Die Bogenschützen sind abgehauen. Von mir aus, ich habe noch nicht genügend Gold, um die Armee da unten hier leider irgendwie mit zu befehligen. Ansonsten würde ich das tun. Ah, shit. Okay, nächste Runde ist ein Katapult da. It's something. Keine Ahnung, was das kann, aber wäre schon mal schön zu haben. Die sind immer noch nicht tot, ne?
leben mit so zwei, drei Lebchen. Aber egal, die kriegen mich nicht weg. Dann verfolgen wir die mal ganz kurz und machen danach die da tot. Sieht nicht so aus, als wenn ich gewinnen würde. Doch. Bam. Niedergemetzelt. Easy. Dasselbe bitte da oben einmal. Jawohlst. Ah, so, Madrid hat auch dann irgendwann die nächste Mauer. Frage ist, muss ich jetzt alles andere auch noch mit zerstören? Ja, scheinbar, ne? Ansonsten wäre er ja schon längst weg. Ja, das kann ja vielleicht dann mal Indien machen. Hat überhaupt irgendwas getan haben, diesen gottverkackten Krieg. So, auf jeden Fall brauchen wir noch mehr Streitkräfte hier unten. Wird sonst witzig. Ohne. Habe ich noch irgendwo Bogenschützen rumstehen? Ah, da ganz oben. Eigentlich wäre es sinnvoll, so ein paar nach rechts abzuziehen. Oder hier zumindest dann die nächste Mal eine Mauer zu bauen. Egal. Solange die nur meine Galeere angreifen, ist erstmal alles gut. Aber was wollt ihr angreifen? Ah, fuck. Ah, Philipp sagt, was haltet ihr davon? Frieden schließen, dafür kriege ich 20 Geld, 3 Geld, 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 Geld. Und er lässt ab von... Nee, warte, er lässt nicht ab von Madrid. Was passiert mit Madrid? Du lässt ab von Madrid. Das nimmt er immer noch an? Dann geht's in Ordnung. So, viel Spaß. Töte mich nicht. Ich habe gerade andere Probleme. Sehr schön. Und Banda kommt zur Hilfe gelaufen. Ah, da sind ja noch mehr, aber es ist Kabul. Alles gut. Alter, okay, wir haben Madrid eingenommen. Es war zwar die Hauptstadt, aber irgendwie interessiert das den Typen einen feuchten Dreck. Heißt, ich muss die alle komplett von der Karte wegwippen. Von mir aus. Regierungsform. Die Geschichte ist die Version vergangener Ereignisse. Okay, gut. Ja, das stimmt sogar. Das ist eine coole Aussage von Napoleon. Plus 2 große Wissenschaftlerpunkte pro Runde. Können wir eigentlich mal nehmen. Dann kann ich mal auf einen anderen Sieg gehen. Aber der große General ist mir, glaube ich, wichtiger, weil ich glaube, ich kann irgendwann große Persönlichkeiten damit holen. 3 Punkte für große General pro Runde. Genau, und dann kann ich irgendwann das hier holen. Mittelalter, unbekannter Spieler hat da einen Fortschritt und könnte einen großen Admiral irgendwann holen. Bin ich noch irgendwo relativ nah dran? Irrenhaus! Irrenäus! Irrenhaus, Prophet! Woo! Gründet eine Religion, bekommt ein Irrenhaus! Nice! Gut, ansonsten hier bei Emilie du Chatelet. Homer. Großer Schriftsteller, gibt sogar Sinn. Denn die ganzen Sachen sind für irgendwelche großen Persönlichkeiten, die dann immer alle irgendwas machen können. Gut, gut, gut. Alles klar. Das heißt, Madrid wird gerade nicht angegriffen. Wir sind gerade Best Buddies wieder mit meinen Freunden in Spanien geworden. Wir haben das Ende der Welt gesehen und gesehen, dass hier drüben noch mehr ist. Wir müssen erstmal mein eigenes Reich retten. Irgendwie. Und vor allen Dingen muss ich mich mal ein bisschen heilen. Heißt, du gehst dahin und kriegst eine Beförderung. Und zwar, Plünderung kostet nur einen Fortbewegungspunkt. Ja, mach mal. Klingt sinnvoll. Für den nächsten Krieg dann irgendwann. Dann würde ich sagen, wir lösen Begleitung auf. Dann sind die schneller. Und gehen wir so schnell wie möglich dorthin. Jetzt einmal bitte den ganzen Weg zurück. Du darfst auch befördert werden. Ja, dann Ansturm klingt super. Wir wollen ja gegebenenfalls demnächst den nächsten angreifen. Das heißt, du darfst dann nächste Runde dort hinten hin. Das Katapult. Was kannst du abschießen? Hoffentlich alles. Wir brauchen auf jeden Fall erst da noch ein paar Stadtmauern. Wenn die wirklich kommen, wäre es schön, eine Verteidigung da zu wissen. Boah, das heißt, ich muss die hier drüben auch irgendwann kaputt machen, weil es mir so oder so auf den Sack gehen werden. Gut, eine neue Einheit noch, das Katapult. Kann sich 2 bewegen. Was kann angreifen? Heißt, es ist nicht so eine Einheit, die kaputt geht, wenn irgendwas passiert. Ich würde gerne mal wissen, ob ich damit auch Einheiten anschießen kann oder nur irgendwelche anderen Typen. Lasse ich das direkt hier? Ich würde es mal so zufällig in die Richtung hier bewegen. Nur mal so nebenbei. Ich brauche erstmal ein paar neue Einheiten, bevor ich gegen irgendwas kämpfen kann. Dann dürft ihr auch nochmal hingehen. Vor allem muss ich mich erstmal verteidigen. Das ist noch so das Wichtigste. Bevor ich wieder irgendetwas angreife, erstmal ein bisschen auf Defense gehen. Sind die jetzt eigentlich noch im Krieg? Ah. Er ist immer noch im Krieg mit Indien. Okay, Indien, du schaffst das schon. Ich habe mich erstmal zurückgezogen. 3 verhandelter Frieden. Okay, Breslau hat mit Friedrich Barbarossa Frieden geschlossen.
Ah, das heißt, Spanien hat sich das hier als Stadtstaat gesucht. Deswegen sind die mit denen zusammen. Ja, Suzerän Philipp. Deswegen haben die mich angegriffen und jetzt Frieden mit mir geschlossen. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Boah, Alter. Warum nicht? Breslav hat mit Bandar Brunei Frieden geschlossen und mit Bandar Brunei mit Philipp. Okay, gut, das ergibt dann alles Sinn. Puh, diese ganzen... Alter, ich fühle mich gerade ein bisschen wie Bismarck. Also nicht wie der Fisch, sondern wie der Typ. So, diese ganzen Gefilde und Sachen, die auf einmal passieren, weil irgendwas irgendwer getan hat und dann kommt das große Spiel auf einmal und bam, alles sind gegen dich. Ungefähr so fühlt sich's an. Okay. Ich kann für 30 Runden die Armee von dem hier nehmen, was jetzt nicht ganz so viele sind und auch nicht allzu starke. Man kann wirklich mit Fernkämpfern einfach aufs Wasser klicken und dann sind das Fernkampfeinheiten auf dem Wasser. Die vier Grundpfeiler des Universums sind Feuer, Wasser, Schotter und Vinyl. Ja, fast. Gut, kann ich euch theoretisch angreifen? Nein. Könnte ich angreifen, wenn ich hier stehe? Nur mal so Interesse haben. Sind eh nicht meine Feinde. Deswegen kann ich sie mal angreifen. Jawohl, es lohnt sich, mein Freund zu sein. So nicht anders sieht's aus. Gut, wie gesagt, Ramburg geht dorthin. Ihr geht dorthin, das heißt, jeder hat seine Aufgabe. Wir müssen noch ein bisschen was produzieren. Zum Beispiel... Könnte ich mal eigentlich Armbrustschützen ausbilden? Kann ich das schon? Ich glaube nicht. Ah, ja, dann nochmal ein paar Pikeniere, die habe ich noch gar nicht. Wobei so ein Belehrungsturm auch ganz cool wäre. Unterstützt uns Einheit der Klassik. Nehmen in der Stadt platziert, ignorieren, angreifen, nachgreifen, halten Stadtmauern und greifen die Stadt sofort an. Oh! Nicht, dass ich das jetzt gegen Delhi einsetzen wollen würde, aber das klingt erstmal ganz cool. Lass mal produzieren, während sich der Rest meiner Einheiten irgendwie irgendwo lang bewegt. Gut, von mir aus. Einheit benötigt Befehle. Rambok. Hier. Kannst du nicht? Hat das gerade mit mir wieder die Grenzen geschlossen? Aber das kann nicht sein. Oh doch, das kann sein. Alter, willst du mich verarschen? Du hast meinen Streitwagen gefangen genommen. Auf einmal sind wir keine Freunde mehr. Alter Indien. Ich sag dir, ich... Alter, bist du ein Arsch. Mein Angebot. Für 30 Runden ein Eisen und ihr Angebot, der gibt mir 14 Gold und für 6 Runden lang 6 Münzen und offene Grenzen. Na, muss ich machen, du Arschloch. Ich bin so friedfertig. Schaut mal, ich habe hier sogar fast ein Dreieck mit meinen Händen geschlossen, um den Kreis des Redens zu schließen. Was der Grund, warum Angela Merkel das nochmal macht. Ich sperre deine scheiß Einheit ein, damit du mir 30 Runden lang Eisen geben musst. Damit du da wieder rauskommst. Boah, Alter. Okay. Da ich ja jetzt weiß, dass ich hier hinten die Stadt nicht verteidigen muss. Noch nicht. Seid gegrüßt. Victoria, England. Durch Gottes Gnaden sind wir Victoria Tea Time, Königin des Vereinten Königreichs von Großbritannien und Irland. Und bald schon, wenn ich so sagen darf, des ganzen Reiches. Wait, what? Wollt ihr unsere Gastfreundschaft genießen? Aber wie passend das ist, dass Victoria auf der anderen Seite des Meeres ist. Aber ich muss erstmal freundlich sein. Weil ich habe hier noch zwei Leute, um die ich mich kümmern muss. So. Hi. Ho. Machen wir die mal kurz zusammen. Gehen wir da mal kurz dorthin. Gehen wir da mal kurz dorthin. Niemand wird jemals wieder mit mir Freunden schließen können. So viel steht fest. Ich werde auf immer... Kann ich jetzt theoretisch die angreifen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann gehen wir mal kurz zu den Stadtmauern, die ich dann vielleicht doch nicht ignorieren werde. Und bitte alles andere begibt sich mal ganz schnell Richtung dort. Wen habe ich noch? Ich habe einen Rambok, der ist damit dabei. Ich habe den Schwertkämpfer, der ist dort mit dabei. Wunderbar. Schwerer Streitwagen 1. Schwerer Streitwagen 2. Schwerer Streitwagen 3. Ich habe ziemlich viele Kavallerie, wie es aussieht. Katapult und natürlich der Bogenschütze. Gut, allesamt haben ihre Aufgabe erhalten und ich kann eine große Persönlichkeit holen. Wo wir vorhin drüber geredet haben. Was bietet 5 Kampfstärke und 1 Fortbewegung für Landeinheiten des Mittelalters und der Renaissance innerhalb von 2 Geländefeldern.
Gewährt 1 Befüllungsstufe und 25 Kampferfahrung für eine militärische Landeinheit. Okay, rekrutieren wir mal. Wen haben wir bekommen? Wir haben Genghis Khan. Genghis Khan. Hey Leute, ho Leute, tanzt Leute, immer weiter. Stand wahrscheinlich auch vorhin mit dabei, ne? Wahrscheinlich irgendwo. Gut. Oh, das tut mir jetzt leid für dich, Indien. Das tut mir wirklich leid. Wir haben einen neuen Stadtstaat getroffen. Sansibar. Okay. Victoria von Inland. Und neue Stadtstaat-Quest, das war hier Sansibar. Genau. Rekrutiert einen großen Ingenieur. Ja, soweit kommt's noch. Erstmal muss es böllern. So, natürlich, wie wir gelernt haben, hat Indien ziemlich viele Einheiten. Denn es benutzt sie ja nie. Und wir wissen jetzt auch, dass einfaches Zerstören der Hauptstadt nicht ausreicht, um den Sieg über alles zu gewinnen. Das heißt, eigentlich wäre es schlau, was anderes zu tun. Glaubt ja nicht, dass eure Taten ohne Folgen... Willst du mir jetzt drohen? Du hast mir gerade Geld geboten, damit wir nicht mehr im Krieg sind. Aber nein, alles gut, meine Truppen ziehen nur vorbei. Alles in Ordnung. Ausnahmsweise bist du nicht mein Ziel. Heißt, gehen wir wirklich auf Delhi? Ja, eigentlich schon. Wenn das weg ist, ist so seine höchste Produktionsstätte schon mal kaputt, was immer ein guter Anfang ist. Ich sehe ja, wie schnell ich Einheiten in meiner Hauptstadt produzieren kann. Das wird bei dem nicht weniger sein. So, dann kommen wir mal dahin. Ich bin ein ziemlich mieses Arschloch, aber hey, dafür spiele ich das Spiel. Irgendwo muss ich es ja sein. Dann kommst du dorthin, du bitte dorthin. Genghis Khan, reite! Und natürlich, irgendwann wäre es auch schön, wenn mein Katapult da ankommen würde. Weil irgendeiner Festung würde das Katapult schon mitmachen, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, wie sieht es hier mit Kabul aus? Suzeräne, keine. Das gefällt mir, weil wenn nämlich dann Indien auf die Idee kommt, lass mal meinen Suzerän von Kabul sein, bin ich ganz leicht am Arsch. Gut, ich habe auch verdammt viel Geld. Ich könnte mir also nochmal für 30 Runden die hier holen, aber für 30 Runden, bis die da oben sind. Es dauert. Ungefähr 15 Runden. Na, meine Leute schaffen das schon. Ziemlich sicher. Wenn nicht die, wer dann? Pikiniere werden produziert, Stadtmauer produziert. Katapult läuft hin, Händler, alles gut, nächste Runde. Dann sollte ich vielleicht meinen Händler noch von Neu-Delhi abziehen, oder? Ja, was haltet ihr davon? Ich gebe dir Eisen, Wein und dafür kriege ich offene Grenzen von dir. Ich weiß nicht mal, wo du bist! Victoria von England! Es tut mir leid, es bringt mir nichts. Da oben die Galeere macht mir jetzt schon ziemlich Angst. Egal, da kommt nochmal ein Händler von mir aus. So, zack, gehen wir mal dorthin. Wir können uns ja erstmal hier so ein bisschen in Stellung bringen. Vergesst es, das werde ich noch niemals tun. Dann Genghis Khan geht bitte einmal hier hin, damit er nachher seinen Bonus aktivieren kann. Ihr dürft bitte dorthin kommen. Langsam muss er doch so ein bisschen suspicious werden, oder? Nur so ein kleines bisschen. So, du wartest da. Du springst die Runde. Du wartest da. Habe ich sonst noch jemanden? Verhandelter Frieden. Breslav hat mit Gandhi Frieden geschlossen. Ah. Ah, Breslav war hier von Spanien, ne? Warte, erstmal damit Victoria jetzt nicht böse wird. Ich habe hier ein bisschen Geld für dich. Mein Parlament stimmt dir nicht zu. Dann nimm halt mein Geld nicht an. Okay. Gut. Von mir aus. Ne, habe ich nichts dagegen. Dann tu halt nicht. Oh, Deni hat gerade einen Rambock gebaut. Oh, tut mir aber leid, Deni. Das ist dann wohl zu spät. Hoffe ich zumindest. Was? Du bist irgendwo da. Geh mal dort. Fuck, ich sollte nicht so nah an anderen Städten haben. Der wird ziemlich sicher da sterben. Wenn ich jetzt gleich den Krieg erkläre. Vor allem kommen die alle schon zu mir gelaufen. Als wenn der wüsste, was hier gleich passieren würde. Na egal, machen wir es einfach mal. Ich werde ja sehen, was schief geht, ne? Oder ob was schief geht. Kann ich jetzt den Bonus irgendwie aktivieren? Also muss auf ein Geländefeld bei der Militäreinheit stehen. Gut, dann gehen wir mal dahin. Kommt doch noch nicht hin. Verdammt. Dann machen wir es nächste Runde. Von mir aus. Ey, du bist fertig. Dann... ist schon wieder die Mauer nicht gebaut worden.
Weil jetzt dauert das Monument nur am Monument reparieren. Ist vielleicht gegebenenfalls so ein bisschen was wie kaputt gegangen. Mensch, passiert. Im Krieg und der Liebe ist doch eh alles erlaubt. Also, passt schon. Dann warte es nochmal eine Runde. Dann, Rambok, du wartest eine Runde. Du darfst da... Nein! Ach. Dann halt so, dann gehst du dahin. Auch in Ordnung, kann ich nächste Runde mit allen angreifen. Heil dich mal kurz, wenn es geht. Nächste Runde. Wer fehlt? Ja, das Katapult, das jetzt sogar ebenfalls bereitsteht. Wunderbarst. Ah, die Reiter dürfen noch kurz da wegrennen. Schaffen sie sogar weit genug, fast außer Reichweite. Na, die Bogenschützen sind vielleicht nah genug dran. Das passt schon. So, was bist du? Warum hat der gerade einen Elefanten in mein Gesicht gestellt? Kämpfen. Hallo? Die Olifanten greifen an und er hat einen Bogenschützen direkt neben Ulm gestellt. Alter, willst du mich verarschen? Er hat denselben Plan wie ich. Ich werde nicht sagen, dass er mich gerade so richtig hart an den Eiern hat, aber er hat mich richtig hart an den Eiern. Fuck. Hier Steigbügel wären mal ganz cool. Wenn ich jetzt angreife, wird Ulm angegriffen. Und Aachen. Das ist jetzt dezent ungünstig, würde ich mal meinen. Wobei, Aachen hat eine Mauer. Ulm halt leider nicht. Wie lange dauert es, in Ulm eine Mauer zu bauen? Statt nur 10 Runden. Bis dahin wird er mir auch den Krieg erklärt haben, oder? Es ist nur Ulm, das kann ich auch wieder zurückgewinnen. Kann ich irgendwas anderes da innerhalb von 7 Runden bauen? So irgendwie mal schnell eine Einheit? Mit schnell ist da nichts. Nee, das wird nichts. Aber Aachen mit dem Pikinier wird auf jeden Fall den Elefanten besiegen können, denke ich mal. Weil so ein Elefant wahrscheinlich auch ziemlich viel Gebäudeschaden macht. Alter, das sieht schon ziemlich gefährlich aus. Egal, komm, let's try that. Ich kann nicht so weit schießen. Okay. Dann, gehen wir dahin. Alle auf einmal. Alle 300 Mann. Katapult geht dahin. Und dann warten wir noch eine Runde. Wir schauen mal, was hier Deli macht. Unser lieber Gandhi. Was hast du vor? Genghis Khan. Warten wir noch eine Runde. Warte. Ja, nächste Runde. Die ziehen weiter nach Norden. Pikiniere haben eine Zeit weniger. Oh, ich werde jetzt gleich von allem bombardiert. Boah, das wird schief gehen. Egal, ich habe jetzt Bock zu klatschen. Zack, kannst du angreifen? Erklärt den Krieg. Meine Bemühungen, Gewalt zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Auge um Auge lässt die Welt nun erblinden. Auf Wiedersehen. Im Krieg. So, wie ich weiß, Gandhi greift eh nicht an. So, meine Einheiten wurden gerade nach draußen teleportiert? Ist das dein Ernst? Nein, es ist mein Detlef. Das heißt, das funktioniert so gar nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Das ist, jetzt dezent ungünstig. Wie mache ich das? Also Ulm wird draufgehen. Hundertprozentig. Okay, dann trotzdem. Greifen einfach Deli an. Ich meine, theoretisch, wenn ich aggressiv genug bin, müsste der doch theoretisch anschließend wieder zu mir kommen wollen. Oh, fuck. Wobei, du kannst theoretisch... Ich sollte hier durchlaufen können. Du sollst theoretisch nach Ulm gehen können. Vielleicht nicht mit meinem Rambok, aber theoretisch sollst du nach Ulm gehen können. Das heißt, dich kann ich zum Angriff benutzen. Dann mache ich das auch mal. Auf geht's. Einfach nur dastehen wird mir jetzt auch nichts mehr helfen. Ich muss jetzt eh 10 Runden warten, bevor ich hier wieder Frieden erklären kann.
dann machen wir das nochmal. Also nicht 10 Runden warten, sondern halt kämpfen. Man sollte nicht gegen 2 Leute auf einmal kämpfen. Egal, komm. Gonna get him. Woo! Schwertkämpfer. Die einzige sind voll Einheit von mir, wie es aussieht. Sollte nicht fast weg sein. Genau. Töte die mal kurz. Boah, dann sind die jetzt wieder die, die angegriffen werden können, ne? Ah, shit. Ich sollte trotzdem erstmal auf eine Stadt gehen. Katapult, komm mal mit. Fernkampf ist irgendwie nicht so deine Stärke. Ah, bedeutender Sieg. Deutliche Niederlage. Machen wir erstmal die kompletten Einheiten von denen ein bisschen schwächer. Ja genau, stell dich neben die Scheißstadt. Nicht etwa hier oben hin, was derselbe Weg gewesen wäre. Nein, lauf. Hier ist eine Straße. Der musste da lang gehen. Okay, never mind, ignorieren wir das. Das heißt, Barbarossa hat auch den Kick erkehrt und Banda Brunei ebenfalls. Barbarossa? Barbarossa spielt auch mit? Wo ist jetzt schon wieder Barbarossa? Warte, wo sind die Schüsse? Da. Okay, alles klar. Die haben die Bogenschütze abgeschossen. Das ist gar keine so doofe Idee. Der schießt das Katapult ab. Scheint absolut gar nichts ausgerichtet zu haben. Da sind auch noch mehr Bogenschützen. Die tun ein bisschen mehr weh. Oh, und ich meine, um 2 verbesserte Rittereinheiten. Ja, die schießen auch nochmal. Das war klar. Okay, Ulm wird gar nicht angegriffen. Sag ich doch, Indien verteidigt halt irgendwie nur. Alter, die... Ja, allerdings ziemlich gut, weil sie ziemlich überall von den Einheiten stehen. Wir wollen nichts mit eurer Regierung zu schaffen haben. Wir sagen von euch los. Denkt, ihr betreibt Kriegstreiberei. Das kann durchaus sein. Oh, fuck, Alter. Okay, Söldner hat einen Fortschritt gemacht. Gut, ich brauche mehr Einheiten. Was geht mal schnell? Schwerer Streitwagen. Hätte ich einfach nochmal ganz schnell hier irgendwo... Schwertkämpfer bauen, die sind ziemlich stark. So, der Elefant kommt zurückgelaufen. Damit meine ich nicht deine Freundin oder deine Mutter. Das ist schon mal ungünstig. Dann würde ich sagen, großer Mauernschaden. Let's go, get it. Hat es irgendwas gebracht? Irgendwie? Ja, nö, nicht viel. Aber besser als gar nichts. So, Alter, steht plötzlich ein Elefant von mir. Deutliche Niederlage. Ja, es ist ein motherfucking Elefant. Danke, das hätte ich auch selber rausreden können. So, du reitest erstmal weg. Reite um dein Leben. Shit, ich muss... Das tue ich. Der Krieg war sinnlos. Wer kauft die Idee, diesen Krieg anzuzetteln? Oh, ich. Mach den da erstmal weg. Wobei, da bist du auch weg. Nein, ich will die anderen Einheiten. Schon wieder. Sinn des Spiels ist es, die Einheiten zu befördern, wenn sie genug gekämpft haben. Nicht in dieser einen Schlacht, wo sie befördert werden hätten können, wieder zu verlieren. Boah, okay, scheiß drauf. Angriff. Mach mal die weg. Dann zumindest das. Wenn schon nichts anderes, dann kriegt man das hin. Zack. Macht wenigstens Damage. Gut, kommst du auch bis ran? Nee. Bedeutender Sieg. Den hätte ich fast weg. Ich müsste eigentlich erstmal... Eigentlich weg davon. Weg von den ganzen anderen Städten. Was mache ich? Okay, was wäre schlau? Bevor ich jetzt irgendwas Voreiliges treffe. Ich habe die hier noch, die überhaupt nicht angreifen können. Ich könnte die erstmal abziehen. Ich könnte die allerdings auf Dedi senden, um Dedi zu zerstören. Allerdings wäre ich jetzt von allen Richtungen eingekesselt. Der Angriff war das Dümmste, was ich machen konnte. Ja, ich wusste das im Vorhinein, dass das dumm war. Aber ich wollte es trotzdem mal tun. Geil wäre es, wenn der hier den erledigen könnte. Wobei der ist eh noch keine verbesserte Einheit. Ist nicht so schlimm, wenn der stirbt. Also wir können mit dem hier mal kurz draufgehen. So, zack, erstmal ein paar wunderbar wegsliden. Und hier ist halt nirgendwo eine Straße, deswegen dauert es bei dem ein bisschen länger. Ich kann allerdings auch einfach nach oben laufen und könnte nächste Runde vielleicht sogar angreifen. Ich kann leider nicht auf den Platz gehen, wo das steht. Schildkröte. Ah, das habe ich schon verbessert bei denen. Deswegen machen die Gegner den Fernangriff auch keinen Schaden bei ihm. Dezimieren wir erstmal die Einheit ein bisschen weiter. Die könnten mir hinterherlaufen, die Burgen nicht. So, habe ich noch irgendjemanden? Ich glaube nicht, irgendwie sind mir keine ganzen Einheiten plötzlich verschwunden. Aber den Kampf begonnen, puff, waren weg. Ich weiß auch nicht, wo sie hin sind. Dann machen wir nochmal ein Lager hier. Habe ich irgendwo Platz für ein Lager? Mit ein bisschen Geld hätte ich das. Oh, mit ein bisschen Geld. Warte, gute Idee. Heißt, du produzierst erstmal... Komm, mach mal einen Handwerker. Wir müssen auch ein bisschen an die Zukunft denken. So, Brunei. Brauch mal deine Leute.
So, und zwar alle. Bitte? Nächste Runde erst? Okay, auch gut. Von mir aus. Waren nur die drei? Hat sich ja voll gelohnt für das Geld. Gut. Egal, ich brauche trotzdem jeden Mann momentan, um irgendwie nach oben noch irgendwas reißen zu können. Die Galerie kann irgendwie eh nichts tun. Madrid kann noch was bauen. Ja, mach mal eine Wassermühle. Zumindest du sollst florieren und gedeihen. Ansonsten wechsle ich halt meinen Hauptsitz. Das passt auch. So, fehlt noch irgendwer? Einheit für Verbesserung. Ja, toll, bringt mir nicht allzu viel. Machen wir erstmal weiter. So, der versteckt sich. Das heißt, er kann... Oh, fuck, der Elefant kommt. Ja, das sollte nicht allzu viel Schaden machen. Nein, da ist ein Mann gestorben. Nicht gut. Vielleicht auch eine Frau. Wer weiß, wir sind hier offen für alles. Alter, wie viel da ankommt. Und mein Katapult ist kaputt. Und mein Streitwerfer ist kaputt. Oh, fuck. Und meine Bogenschützen sind tot. Scheiße. Leg dich nicht mit Indien an. Ist definitiv das, was ich hier raus mitbekommen sollte. Deutliche Niederlage. Oh, fuck. Aber mein Ramburg ist doch noch da, oder? Oh, mein Ramburg ist nicht mitgekommen. Ramburg? Ramburg? Move forward. So, jetzt sollte ich eigentlich immer noch eine deutliche Niederlage haben. Gut. Reit mal den da um. Erstmal so ein paar Einheiten von ihm töten. Alter, wie viel da jetzt gleich wieder angelaufen kommt. Okay, retten wir uns erstmal. Die, die sich retten können. Stufe 2, dich will ich nicht verlieren. Oho. Du tust doch nichts. Dann gehst du hier hin. Und du solltest den da. Du solltest. Da war deutlich eine Niederlage. Gegen Einheiten in Bezirken. Gegen Verteidigung in Fernangriffe. Ja, machen wir mal Verteidigung dazu. Gibt mir auch ein bisschen Leben. Gut, aber das wird mir gerade eh nichts bringen. Oh, ich soll einfach meine Leute allesamt zurückziehen und dann einfach so ein bisschen um Frieden bitten. Können wir Frieden machen? Frieden schließen? In 8 Runden. Gut, bis dahin ist meine komplette Armee tot. Oh, fuck. Yep, da kamen Elefanten. Gut, Beförderung verfügbar. Ja, Beförderung heißt willkommen im Jenseits. Scheiße. Oh nein! Na komm, Handwerker, okay, Siedler, es geht in Ordnung. Ihr seid ein Judas! Willkommen, es den Herrn zu verraten. Halt die Gusch, Junge. Ich hab gerade größere Probleme als dich. Boah, ich zieh mich einfach zurück, also ohne Scheiß. Das hätte ich von Anfang an tun sollen. Auf geht's nach Köln. Köln, wir kommen. Pikeniere, genau, auf nach Ulm. Schwertkämpfer auf nach Aachen. Wir brauchen Defense. Und mehr Einheiten. Der Kampf ist noch nicht aufgegeben, aber erstmal auf später verlegt. Auf sehr viel später. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den schweren Streitwagen? Grundkosten 65, Grundkosten 80, leichte Kavallerie, schwere Kavallerie. Okay, Unterhalt 1 Gold, 2 Gold. Schnelle, leichte Kavallerieeinheiten aus der Klassik. Starke, schwere Kavallerieeinheiten der Antike. Er hält einen Bonusbewegung bei Rundenbeginn auf einem ebenen Feld. Genau, Nahkampfstärke 28. Nahkampfstärke 36, sind sogar besser. Haben mehr Bewegung, wahrscheinlich aber weniger Verteidigung dafür. Okay, na dann erstmal ein bisschen Reiter hier dazu. Während die Sansibar-Galeeren gefährlich vor meinen Gewässern herum hantieren. Oh fuck, Alter, ich habe alles verloren. Oh, nicht gut. Zumindest der kann wegrennen. Oh, scheiße. Ich hab die Einheiten, die nicht meine sind, in den Krieg geschickt. Ja. Die dürfen auch. Der Rest nicht. Ich fühle mich wie ein großer Lord. Ich lasse andere für mich sterben. Ist das nicht toll? Jetzt kommt da der Rambock angefahren. Bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt. Ja, sieht gut aus. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Gerne doch. Ich hätte den Rambock da lassen sollen. Ansonsten kriegen die Deli nicht kaputt. Ich hätte wirklich erstmal die Verteidigung weghauen sollen. Das wäre schlau gewesen. Egal, erstmal zurückziehen. Zumindest meine Einheiten. Der Gegner darf dann nachher. Also, und du darfst angreifen. Vielleicht mögen manche sagen, dass das unfair oder gemein ist, was ich hier tue. Aber nein, das passt schon.
Dann gehst du dorthin und ruhst dich da bitte aus. Wenn sollten wir in meinem Gebiet sein, können wir uns heilen. Ich hätte halt in geschlossener Formation angreifen sollen. Also ich wusste halt nicht, dass man dann plötzlich rausgeschmissen wird. Das ergibt natürlich Sinn, damit so ein Bullshit, wie ich gemacht habe, da in keinster Weise passieren kann. Das ist komplett sinnvoll. Von mir aus gerne. Aber so an sich war das, wenn man das nicht weiß, ist die Reaktion des Spiels auf meine Aktion genauso arschig, wie meine Aktion im Grunde ebenfalls war. Erst, ihr begebt euch angesichts Englands und seiner loyalen Kolonien in gefährliche Gewässer. Okay, auf Wiedersehen. Ich tue nichts. Ich bin nicht mal im Wasser. Aber okay. Gefährliche Gewässer, die das hier sind. Ja, 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 vollends gefährlich. So, geh mal irgendwie da oben hin, wenn es dann irgendwann geht. Du kannst dorthin laufen. Wobei ich dich eigentlich auch ganz gerne heilen wollen würde. Du bist immer noch eine der stärksten Einheiten. Dann gehen wir jetzt in Formation nach vorne. Dass wir jetzt hier so Ahmed Barrand erstmal angreifen. Das ist auch wieder eine. Die sind überall Mauern. Dann muss ich erstmal allen nach denen, die führen, würde ich sagen. Okay, wir kriegen hier nochmal ein bisschen Reiter dazu. 10 Runden bis zum Kolosseum. Es dauert noch Ewigkeiten. Handwerker, da habe ich an die Zukunft gedacht. Dumme Idee. Dann gehst du erstmal dahin. Schauen wir mal, was uns so auf uns zukommt im Nachhinein. Und wartest erstmal. Gut, nächste Runde. Oh fuck, Alter! Was ist da gerade gespawnt? Apostel! Vom Indul. Gut, die können mich dort angreifen, das ist ungünstig. Seid ihr freundlich? Feindlich? Kabul? Ah, ein Belagerungsturm. Darauf hat die Welt gewartet. So, das heißt, wir haben da Reiter. Ich glaube, Reiter sind am schlauesten, um schnell hinterherzukommen, schnell neue Einheiten hinzuschicken. Heißt, wir machen noch mehr davon. Ich mag Reiter. So, reitet nach vorne. Ich soll eigentlich ein paar Stallungen da oben mal bauen. Das wäre gar nicht mal so doof. Dann geht ihr jetzt erstmal dahin, verlinkt euch mit den Schanzen und das heißt, wir können, kann ich die angreifen? Nee, gut, dann back into business, ne? Hi, I'm back. Und als erstes rammen wir, wenn möglich, die Verteidigung weg, damit wir dann halt die normal angreifen können. Dann habe ich euch dorthin gesetzt. Die können 1-2 schießen. Heißt, ich sollte hier relativ sicher sein. Oder zumindest dann irgendwann ankommen können. Brauchen wir die überhaupt? Nachher im nächsten Krieg. In den Kriegen, die da kommen werden, wie so schöne Game of Thrones immer sagen, werden wir sie brauchen. Dann lauft erstmal so weit, wie ihr könnt. So, geht du mal dahin. Irgendwo wird ihr schon einen Platz finden irgendwann. Dann Produktion in Ulm. Stadtmauern. Das ist mein am weitesten vorne liegendes Gebiet, da müssen Stadtmauern sein. Gut, dann nächste Runde. Ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen die Aggro meines friedfertigen Gandhis auf mich gezogen. Und er wird wahrscheinlich jetzt ganz dezent mit allem, was er hat, mich angreifen. Was eigentlich nur noch ein paar Elefanten sein sollten. Also nichts Großes, nur ein bisschen was Fettes. So, dann darfst du erstmal wunderbar das hier zerstören. Das heißt, zumindest die Mauer sollte jetzt kaputt sein. Heißt, er kann schon mal nicht zurückschießen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und wir sollten hier deutliche Niederlage. Oh, fuck. Ich hab doch dich mit, ne? Marschier mal nach vorne. Ich hab die nicht verbunden. Dann geh mal hier hin. Geht nicht. Warte. Warte. Dahin. Na, ist doch verlinkt. Hatte ich den Vorteil, dass ich direkt angreifen konnte, um die Mauern zu ignorieren? Ja, kann ich. Hat er den Nachteil, dass die Mauern die ganze Zeit schießen können, ne? Ich muss wirklich mit allem, was ich habe, da einmal drauf gehen. Renne du mal dorthin. Boah, wie weit der hier gehen kann. Das ist schon ziemlich respektabel. Jetzt greife ich 2 Städte auf einmal an, weil ja eine so gut funktioniert hat. Ja, deutliche Niederlage. Ist nicht meine Einheit. Und Krieger, deutliche Niederlage. Oh, ich habe das Gefühl, dass die Dinger eine ziemlich gute Verteidigung da aufgebaut haben und ich da nicht so leicht durchkomme, wie ich eigentlich gehofft hatte. Gut, dann gehst du dorthin. Vielleicht mit mehr Einheiten. Aber so ist Delhi ziemlich hart verteidigend. Nächste Runde.
Scheiße, Alter, ich brauche unbedingt ein größeres Militär und größeres alles und nein, ich werde gerade weggemacht. Also das direkt durchrushen scheint nicht die am besten funktionierendste Methode zu sein. So viel steht fest. Bisher hat mir Gandhi aber auch noch kein Friedensangebot gemacht, verständlicherweise. Ich glaube, sowas macht man nur, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, gerade am Verlieren ist. Irgendwo müssen die auch was bauen können, oder? Irgendwo? Ich kann vielleicht hier irgendwo Holz wegmachen. Egal, Produktion. Kann ich das Lager jetzt sinnvoll bauen? Ich habe ja das Geld jetzt. Boing. Die werden automatisch rausgeschleudert. Das ist schon irgendwie cool. Gut, dann bauen wir dort das Lager hin. Wer will noch? Ihr wollt noch bewegen, ihr seid wieder voll. Kann ich euch hier hin bewegen? Ne, warte, da müssen die hin. Das heißt, ich müsste hier oben hin bewegen und von dort aus angreifen. Das funktioniert. Ja, komm, jetzt will ich aber es auch wissen, ne? Also ohne Scheiß. Jetzt will ich schauen, ob ich das wegkriegen kann oder nicht. Jetzt habe ich alle meine Bannermänner, was einer ist, zu mir geholt, um anzugreifen. Jetzt will ich auch sehen, was ich wegmachen kann. So, auf geht's. Attacke, Attacke. Da sind sie gestorben. Anziehungskraft minus 2. Unattraktiv. Ey, ich bin eine Wüste. Sorry, musste sein. Okay, nee, das wird selbst mit denen nix. Oh, fuck. Ja, werden alle jetzt auf dieser einen Stadt, würde sie höchstwahrscheinlich relativ schnell fallen, aber auf zweien verteilt. Ja, mein Gott. Nee. Ganz zu vergessen. Gut, dann... Ey, nicht da oben hingehen. Das heißt, ich spare dann vielleicht hier mein... Wir gehen mal zurück. Die 10 Runden sollten ja beinahe vorbei sein. Der hat auch keine Einheiten mehr. Der hat einen Siedler, den ich nicht benutzen kann. Wie viele Runden sind es noch? 2 Runden. Gut, dann ziehe ich mich langsam mal zurück. Mehr Verluste müssen dann doch nicht sein. Bevor ich einsehe, dass der Kampf ein bisschen sinnlos war. Boah, der war ja noch beschissener als der gegen Madrid. Und ich dachte, Madrid wäre schon das oberste vom beschissensten gewesen. Aber nein! Beschissener geht immer. Dümmer geht ebenfalls immer. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann noch rauskriegen werde. Während da oben die ganze Zeit so Sansibar sich rumbewegt. Denkt, ah, hier bin ich. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. Ich kann jetzt eine Allianz schließen. Das war ein bisschen spät. Boah, okay. Ja, nee, danke. Verteidigen wir mal kurz den Punkt hier, falls nachher irgendwas kommen wollen würde. Feudalismus. Irgendwas habe ich damit besser freigeschaltet. Nehmen wir es mal ganz kurz. Wir können jetzt hier eine Werkstatt bauen. Machen wir mal. Und wir könnten hier unten... Pagode? Lügt einen Tempel. Ja, okay, von mir aus, was auch immer. Wir könnten hier auch nochmal ein Lager bauen, einfach noch um noch mehr zu machen. Handeln. Ich habe gerade keine Leute, mit denen ich handeln könnte. Doch, habe ich. Oder? Ich glaube, ich mache erstmal einen Handwerker. Ich glaube, ich baue erstmal weiter aus, was ich da habe. Habe ich nicht schon einen Handwerker gebaut vorhin? Bauen wir einfach nochmal einen neuen. Damit zumindest Madrid da weiter wachsen kann. Bevor Spanien meint, es müsste es nachher nochmal einnehmen wollen. Dann meine Einheiten. Zieht euch mal so irgendwie, ja, zurück. Das ist nicht weit genug. Oh nein. Oh nein, das ist nicht gut. So, Belagerungsturm. Geh mal so weit weg wie möglich. Du hast viele, viele Runden gedauert. Ich würde dich ungern nochmal neu machen wollen. Du gehst nach Aachen zurück. Da sollst du eigentlich fast schon sicher sein. Du gehst dorthin. Einfach nur, um zu zeigen, ey, ich hätte theoretisch noch was. Vielleicht nicht genug, um zu gewinnen. Aber ich habe noch etwas. Wobei... Der hat momentan nicht mal seinen Elefanten eingesetzt. Es war nur die Stadt. Okay, wer will noch Befehle haben? Ah, du bist nicht meiner, ne? Attack. Und meine Schwertkämpfer, will ich mit dir auch weiter angreifen, ist ein geringer Sieg, ne? Oh, komm. Attacke! Vielleicht kriege ich ja Dedi noch, und damit wäre Indien stark genug geschwächt, dass es sich zumindest halbwegs gelohnt hätte. Es ist jetzt so, das letzte Aufbäumen, um nicht komplett sinnlos getan zu haben. Einheit getötet. Oh. Nice. Die Schilde haben geholfen. Schild ist, was Schilde halt in der Regel ziemlich häufig tun. Die sind immer ziemlich nah an mir. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die Typen. So einfach wie der Steigbügel, aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. Okay, was kann ich jetzt mit Steigbügel machen?
Ich könnte theoretisch erstmal Armbrust machen. Hab 3 Bogenschützen. Hatte ich. Machen wir mal schnell. Gut. Einheit braucht Befehle. Die wird sterben. Deutliche Niederlage. Okay. Und der wird mit denen da auch sterben. Ja, war schön und gut, meinen Spaß an Deli gehabt zu haben. Hier, komm, du kannst draufgehen. Aber, mehr muss jetzt auch nicht sein. Ziehe euch mal zurück, wobei ich mit der Hilfe da vielleicht sogar vorankommen könnte. Aber nein, gehen wir erstmal aus dem Gebiet raus und hoffen, dass wir irgendwie nachher Frieden schließen können. Das wäre äußerst grandios. Wie viele Runden dauert das noch? Frieden schließen. So. Verdammt. Dann nicht. Hätte ja sein können, okay? Dass er mir noch ein Pferd mitgibt. Die kann er mir nicht geben, weil es eine Hauptstadt ist. So, Patna noch. Vergesst es. Ah, ich kriege dann das, was in der Stadt mit dazu ist, logischerweise. Nee, dann einfach nur Frieden schließen. Ich verliere eh. Also, solange er einfach nur so Frieden haben will, ist alles gut. So, ciao. Hat Spaß gemacht. Ich gehe dann mal wieder. Oh, fuck. Komm, du ruhst dich aus. Alter Shit, du verteidigst dort. Frieden, 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 Frieden. Alles klar, Einheit getötet. Stadt benötigt Nahrung. Und benötigt Annehmlichkeiten. Ja, kümmern wir uns als nächstes drum. Was Vorschlag? Offene Grenzen. Ihr Gebot. Aber er bietet mir gerade wieder offene Grenzen an? Nee, warte. Ich soll ihm offene Grenzen geben und dafür kriege ich 30 Runden lang ein Gold. Warum will der offene Grenzen haben? Gibst du mir auch deine offenen Grenzen? Mach den gerechten Vorschlag. Offene Grenzen, 5 Gold. Okay, mach mal. Ich habe jetzt gemerkt, dass er nicht einfach so seine Leute neben mich stellen kann. Das ist schon mal eine eindeutige Beruhigung. Das heißt, mal sehen, was er jetzt vorhat. Ich bin erstmal etwas beruhigter, was das angeht. So, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ich könnte jetzt zumindest erstmal die Wälder entfernen. Und vielleicht dann irgendwas dahinter. Ihr müsst euch unbedingt sowas wie ausruhen, um erstmal wieder zu heilen. Dann gehst du dorthin, ihr ausruhen und so. Wer braucht noch Einheiten, die was brauchen? Leben. Ulm bräuchte einen Handwerker. Ja, machen wir nachher noch. Erstmal die Mauer. Ich habe jetzt gesehen, wie geil Mauern sind. Also der hat halt mit seinen Mauern so alles gerissen. Weil wie viele Städte der hat. Alter. Okay. Und jetzt kannst du hier ein Haus bauen. Das klingt doch schon mal schön. Dann hier bitte den Link brechen. Und du verschanzt dich bis zur Heilung. Du verschanzt dich bis zur Heilung. Du darfst dich mal dahin stellen und dann nachher ein paar Runden überspringen. So, nächste Produktion. Eine Waffenkammer. Muss unsere Kampferfahrung für alle in der Reihe dieser Stadt ausgebildet werden? Okay. Aber eigentlich wäre so eine Stallung auch mal ganz geil. Wobei, du hast keine Pferde. Ah, wir sind jetzt bei dir ganz unten. Dann machst du eine Kaserne. Dann kann ich hier schnell Einheiten produzieren. Auch, nee, warte. Hast nicht du Probleme mit Hunger gehabt? Wer hat denn gerade Hunger? Meine Hauptstadt braucht mehr Annehmlichkeiten. Ups. Ja, ich war ein bisschen auf Krieg fixiert, okay? Ein bisschen sehr. Müssen wir nachher mal bauen. War eigentlich schon -2. Ja, ich habe genügend Sachen währenddessen schon erforscht gehabt. Also irgendwas werde ich schon irgendwo bauen können. Außerdem habe ich jetzt genügend Geld. Also ich kann auch zur Genüge noch Richtungen ausbauen, um irgendwas anderes zu haben. Das wird schon. Alter. Gut. Mein kompletter Plan ist auf voller Linie fehlgeschlagen. Wobei nicht voller Linie. Madrid habe ich. Also ich kann nicht sagen, dass ich alles verkackt habe, weil immerhin einer meiner 100 Pläne hat tatsächlich funktioniert. Ich bin genauso begeistert wie ihr und habe es ebenfalls nicht für möglich gehalten, aber es hat funktioniert. So, vor allen Dingen hat jetzt die Stadt hier, diese random Stadt, mehr Leute als Aachen, meine Hauptstadt. Nice. So will man das doch sehen. Gut, das gibt mir sogar 2 Nahrung. Wobei, wenn ich den Wald wegmache, kriege ich zwar Produktion weniger, aber kann tatsächlich noch mehr Nahrung produzieren. Und mehr Wohnraum. Ja, okay, gut, dann machen wir nochmal ein bisschen Wälder weg, würde ich sagen. Außerdem da unten, was ist das eigentlich? Regenwald. Ah, das ist Regenwald.
Regnet gar nicht. Naja, gut, was soll's. Dann habe ich euch da, euch da, euch da. Nächste Runde, Alter. Boah. Ja, das hatte ich mir alles irgendwie anders vorgestellt. Wesentlich einfacher, so eine Stadt einzunehmen. Aber ohne Plan und ohne alles. Dauert das wohl dann doch ein bisschen länger. So, ich könnte irgendwo eine Jagdlage erstellen. Vielleicht habe ich es bloß freigeschaltet. So, dann bist du erstmal weg. Produzier du mal noch einen neuen... Oh, ich kann jetzt Ritter bauen. Oh, das wird witzig. Aber erstmal nochmal einen neuen Handwerker. Wir müssen erstmal alles weiter ausbauen. Dann, einer benötigt Befehle. Du ruhst dich aus. Und weiter geht's. Ich habe eine Handelsdelegation mit den Geschenken eures Landes geschickt. Oh, das ist uns natürlich erstmal willkommen. Hast du toll gemacht. Dankeschön. Nehme ich gerne an. In der Hoffnung, dass du mich danach nicht umbringen wollen würdest. Gandhi wird immer nur Frieden schließen. Oh fuck, was viel wichtiger ist. Ich stelle mir die ganze Welt als eine große Maschine vor. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen immer mit genau den Teilen, die sie brauchen. Hm, okay. Cooler Spruch, aber wie sieht es mit der Weltrangliste aus? Also bei Wissenschaft sieht mich tatsächlich fast ganz vorne. Was muss ich denn dafür machen? Ah ja, stimmt, so zum Mond fliegen. Hm, okay, gut zu wissen. Herrschaftssieg, ihr führt! Ich bin der Führer! In Deutschland natürlich perfekt gewählt! Ich war ziemlich scheiße, hat eine Hauptstadt eingenommen. Ah, das heißt, ich muss wirklich nur jede Hauptstadt einnehmen. Ah, verstehe. Das heißt, meine Idee, einfach auf Delhi zu gehen, die kaputt zu machen und dann Frieden zu schließen, war gar nicht so doof. Können wir häufiger machen. Bloß ein bisschen organisierter und mit ein bisschen mehr Leuten. Und Kultur... ja, irgendwie will keiner zu mir. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe so viel schöne Wüste. Also wirklich. Gut, wir müssen mal ein bisschen Technologie erforschen. Irgendwas für Annehmlichkeiten. Ah, Victoria ist ganz vorne. Wo ist die? Irgendwo hier bei Schießpulver. Ah, die ist bei Schießpulver schon. Ne, bei Kartografie wahrscheinlich. Macht sehr viel mehr Sinn für England. Aber Schießpulver finde ich eigentlich ganz geil. Lass mal Schießpulver erforschen. Brauche ich dafür noch irgendwas anderes? Ne, kann ich direkt machen. Bonus, baut eine Waffenkammer. Würde ich gerne machen, aber ich brauche gerade ein bisschen Annehmlichkeiten. Ansonsten wäre es das nächste gewesen. Gut, kann ich die Hanse irgendwo sinnvoll unterbringen? Hier plus zwei. Ah, machen wir es dorthin. Bauen wir da noch eine Hanse. Erstmal ein bisschen mehr Produktion in Madrid. Hat ja jetzt ein bisschen Verteidigung. Dann würde das schon. Und der Handwerker. Da oben, das sieht gut aus. Können wir mal ein Jagdlager erstellen, wäre das erste, was ich jemals getan habe. Und du ruhst dich bitte schön aus. Dann kannst du dich auch erstmal weiter verteidigen. Ihr kommt dann irgendwann, wenn es nötig wird, wieder in die Runde. Vor allem gibt es auch gar keine Barbaren mehr. Ich glaube, die haben wir einfach alle komplett ausgerottet. Warum kann ich gerade Delhi sehen? Ah, weil mein Händler da ist. Wenn ich sehe, guck mal, ja, den Elefanten Varu. Solange das Kolosseum steht, wird Rom bestehen. Wenn das Kolosseum untergeht, wird auch Rom untergehen. Und mit ihm die Welt. Ich habe Kolosseum gebaut. Ich habe ein Weltwunder erschaffen. Oh, nice. Ist euch nicht klar, dass wir die besten Erbauer von Wundern sein sollten? Auf Wiedersehen. Hat er mich versucht zu denunzieren? Egal, wir haben eine neue große Persönlichkeit. Und zwar den Irrenhaus. Woo! Rekrutieren wir das Irrenhaus, gründet eine Religion und macht aus dieser Stadt eine heilige Stadt. Unser Volk hat einen großen Propheten in unser Land gelockt. Schickt diese heiligste aller Persönlichkeiten zu unserer heiligen Stätte und freut euch. Denn die Zeit ist gekommen, um unsere eigene Religion zu gründen. Okay. Okay. Inspiration. Wo ist er? Wo ist er, mein guter Tübi? Ich sehe ihn gerade nicht. Erstmal Köln kann was Neues bauen. Und zwar jetzt mal die Bibliothek. Mehr Wissen und so. Wir haben ja fast Wissenschaftssieg. Gehen wir mal ein bisschen weiter da drauf. Hi, Indien. Geht mit seinem Rambock durch meine Leute durch. Macht mir gerade nicht ganz so viel Spaß. Und ich sehe meine hohe und große Persönlichkeit gerade nicht. Einheit. Ist in Madrid angekommen. Das Irrenhaus. Nee, da will ich dich nicht haben, tut mir leid. Wobei, Sevilla ist eigentlich auch scheiße. Ich glaube, ich kann das nur an den hellen Sachen machen. Naja, dann nicht. Dann gehst du dahin. Und wir gründen eine Religion.
in Madrid. Welchen nehmen wir? Religionsnamenfeste. Ihr könnt echt eine komplette eigene Religion machen. Wir sind die Spasten. Religionsname für die Spasten. Genau so. Genau so und nicht anders. Und ich bin vom Sternbild Waage, also könnten wir das nehmen. Wir haben Yin Yang, aber es gibt keine. Warte, wir gehen mal durch. Wir haben Zarafusimus. Sieht aus wie ein Weltenbaum. Danach Individualreligion. Ah, das ist tatsächlich eine echte Religion. Okay, danach haben wir Krebs, Stier, Elefant, komisches Sternbild, Löwe, Fische, Krebs, Skorpion. Dann Schlange? Irgendwas? War das nicht Jungfrau? Frau? Schmetterling? Schildkröte? Wir sind Individualreligion, ich will ja sonst niemandem zu nahe treten. Es gibt nicht mal das rosafarbene unsichtbare Einhorn. Langweilig. Dann, ja, nehmen wir die Schildkröte. Mein Name ist weg. Mann, dann halt doch die Spasten. Dann nur die Spasten und nicht die festlegen Spasten. So, die Spasten, bestätigen. Wählt religiöse Glaubenssätze, Jesuitenbildung, Gebäude im Theaterplatzbezirk und Campus können mit Glauben gekauft werden, Schrein und Tempel bringen je plus einen Wohnraum. Annehmlichkeiten in Städten mit zwei Spezialbezirken. Das klingt sinnvoll, ich brauche gerade Annehmlichkeit. Reliquien bringen dreifache Erträge, ich habe keine Reliquie, wobei ich sollte eigentlich die aus Spanien fast haben. Zumindest wenn ich es dann irgendwann erledigt habe. Arbeitsästhetik, plus 1% Produktion pro Bürger in der Stadt, der dieser Religion anhängt. Und Chorele. Nee, komm, wir nehmen die Annehmlichkeiten. Und wählt religiöse Glaubenssätze aus. Ach du Scheiße. Dann möchte ich den Bau von Kathedralen, dann möchte ich den Bau von Gutwaras. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Plus 3 Glauben, ein Platz für Religionskünste, plus 2 Nahrung. Hier gibt's Ansehen. Bau von Stupas. Dann würde ich mal genau das machen. Oh, Kampfeinheiten erhalten plus 10 Kampfstärke innerhalb der Grenzen von freundlich gesinnten Städten. Ah, freundlich gesinnten Städten. Bullshit. Gesandter Kampfstärke bei fremden Städten. Kreuzzug! Deus Vult! Alles klar. Diese Religion gründen. So muss das. Madrid, Deutschland hat 6 Spasten und Sevilla, Deutschland hat nochmal 3 Spasten. Das gefällt mir. Übrigens, die Anhänger heißen Spasten und die Leute, die es predigen, sind die Spastigger. So, fortfahren. Wunderbar. Haben wir das auch geklärt. Puh. Gut, wie viel haben wir jetzt schon wieder aufgenommen? Mal kurz zu gucken. Wieder 2 Stunden. Nice. Warte. Nochmal. Jetzt, weil ich kann jetzt den Mausdrücker, ne? Hoch, runter. Na gut, dann bedanke ich mich nochmal vielmals fürs Zuschauen. Das war ja erfolgreich. Wir haben eine neue Stadt eingenommen. Schon wieder von Spanien. Ich habe gemerkt, leg dich nicht mit Gandhi an. Das ist gefährlich. Der hat Elefanten. Motherfucking Elefanten. Aber egal, ich habe den nächsten Schießpulver. Er wird zurückgeballert. Ich weiß nicht, ob das interessant im Pferd ist, interessiert. Aber das wird sich dann schon rauszeigen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wer es euch gefallen hat, beschreibt mich Feedback lieben in die Kommentare. Es dauert dann wohl doch etwas länger, als ich vermutet hatte. Ich dachte, mit so 2-3 Parts wird's fertig. Nicht ganz. Ey, die haben jetzt einen Katapult. Konnten sie vorhin nicht haben, ne? Egal, damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.